So, das geht hoffentlich. Jupp. Spiele ausgewählte Online-Inhalte 30 Tage früher. Ganz genau. Denn ich möchte ganz gerne Werbung hören. So. Wieso kriege ich Werbung auf meinem eigenen? Toll. Tic-Tac-Traumatic. Es müsste eigentlich gehen. Ich mache Vorschau deaktivieren. Ach, den letzten Stern hat er nicht gespeichert. Ist ja toll. Puh. Ich hoffe, es funktioniert. Vor allem, weil ich das Bild drehe, ne? Verschiebe, dann ist es immer sehr toll. So. Traumatisches Tic-Tac-Trauma. Weil das Original noch nicht traumatisch genug war. Oh, ich habe bisher einen Stern geholt und ich glaube, da bin ich vorher 20 Mal gestorben, also ist jetzt nicht so das Einfachste. Ich hoffe, vom Sound ist das in Ordnung, so, also wie immer. Und da wäre ich fast überm Rand gelaufen, ist toll. So, ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil es eigentlich ein ganz netter Hack ist, denke ich mal. Wenn man sich das Ganze mal so anschaut, das ist im Grunde Tic-Tac-Trauma, nur ein bisschen breiter und ein bisschen schwieriger. Und ich denke mal, der erste Stern, der wird nicht allzu sehr ein Problem sein, weil ich den schon kenne. Aber darüber hinaus, ja, das ist die Frage. Und ich wollte jetzt eigentlich kein ganzes Let's Play darüber machen, weil das schon ein bisschen nervig wäre. So. Schön aufpassen. Okay, das ist so eine Stelle, die ist wirklich knifflig. Hier muss man irgendwie ganz komisch drauf. Genau so. Eigentlich, das war's schon. Das wäre fast in die Hose gegangen. So, einmal drüber springen. Also der erste Stern ist halt noch vergleichsweise leicht, denke ich mal. Ich denke, da kommen noch welche auf uns zu. So. Ja, wobei am Ende ist auch noch eine richtig ekelhafte Schwierigkeit bei... Ah, okay, er hat sich festgehalten. So. Jetzt nur noch eigentlich ein Sideflip und das war's. Man muss jetzt nicht zwingend mit der Jumping Box oben drauf landen. Das habe ich festgestellt. Es reicht, wenn man es hier einmal komplett durchzieht. So. Ja. Also wenn man einmal den Bogen raus hat, dann weiß man, wie man den Stern zu holen hat. So, aber der Rest wird jetzt natürlich blind sein. Das wird spaßig. Was ist denn der zweite Stern? Wallkick Reflections. Ja, man kriegt, wenn man stirbt, immer diese Anzeigen, diese Tipps unten angezeigt. Wie das Spiel so funktioniert. Da kennt man so einige Tricks und ja, die könnten nützlich sein. Aber ich denke mal, die meisten werde ich sowieso kennen, weil es gibt einen Trick, beziehungsweise einen Tipp, der einfach nur beinhaltet, dass Mario wie ein Spiegel von der Wand abdriftet. Also abspringt, wenn man einen Wandsprung macht. Ist jetzt nichts Unbekanntes. So, hier erstmal ein BLG. Da, 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 da. So, das ist schon mal kein Problem. Was ist das hier? Ach so. Die Blöcke da hinten, oder wie? Das sind ziemlich viele Blöcke. Das sind, glaube ich, 10 Stück, oder? Aber die werden davon auch beeinflusst, ne? Komm. Jetzt kann er langsam mal zu Ende gehen. Mach schon. Okay, ja, okay. Das wollte ich wissen. Da oben geht's weiter. Ich muss also zeitlich dorthin kommen. Also recht schnell. Ich habe auch mal versucht, hier ein BLG zu machen. Also das habe ich auch mal ausprobiert. Weil ich natürlich den ersten Stern, also den Weg zum ersten Stern nicht sofort gefunden habe. Und der BLG schon sehr auffällig war. Kann man hier vielleicht oben ein BLG ausführen? Weil das sieht halt auch echt nicht so aus, als könnte man da so ganz leicht hin... Oh, ich glaube, ich weiß, was gemeint. Nee, warte mal. Wenn er rückwärts läuft, dann bringt das mir auch nicht sehr viel. Okay, hier habe ich noch keine Ahnung. Wenn er ein BLG macht, dann springt er ja nur nach hinten. Und wenn er negative Geschwindigkeit hat, dann kriege ich ja keinen Wandsprung hin. Das ist ein bisschen komisch. Ich probiere es trotzdem mal. Oh, ach so, der kann sich hier festhalten. Sollte man auch wissen.
Muss man hier irgendwie rutschen oder so? Nee, das reicht nie im Leben aus. Man muss den BLG wahrscheinlich noch irgendwie beibehalten. Da ist eine Röhre. Führt die zurück? Ich hoffe mal. Und dann hier langlaufen. Okay, das ist eine Röhre zurück. Und da ist das Ding. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas mit den Wandspringen... Ach, nee. Ja, das ist so ein bisschen nervig. Man muss schnell genug über die... Ich kann es ja einfach mal erstmal austesten, ne? So generell. So. Ja, genau. Und dabei nicht runterfallen. Okay. Das ist eine schöne Ecke. Das ist spaßig. So will man es haben. Aber ich glaube nicht, dass das der Stern ist, den man sich so holen soll. If you hold back a little after a backflip and then hold forward again, Mario will gain enough momentum to wall kick. Okay, also dieses, ich möchte jetzt nicht zeigen, weil sonst falle ich irgendwo runter. Hier ist keine Stelle, die so demonstrativ gut ist. Ist hier noch was? Nee. Ich gehe erstmal in die andere Richtung weiter, weil mir das doch ein bisschen zu nervig ist. BLGs sind nicht so das Beste. So. Hier drüben. Ein Zeiger. Das ist... Wie soll der hier sein? Sieht so ein bisschen out of place aus. Okay, das sieht schon mal gut aus. Das sieht besser aus. So ein paar normale Sprünge, das macht man gerne. Oh, wobei... Hier muss ich so diagonal springen, oder? Ach, Kacke. Ist nicht unbedingt so der einfachste Stern. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwie hier auf Twitch noch irgendwie was sehen kann. Ist hier irgendwie eine Anzeige, eine nette? Ja, die sind alle verdeckt. Verdeckt ermittelt, ja. Ich kann es hier so ein bisschen nach links... Ja, okay. So habe ich eine bessere Ansicht. So. Einfach mit einem Doppelten hier rüber. Das dürfte klappen. Ach, die 100 Münzen werden auch noch spaßig. Ich glaube, ich werde sowieso nie alles schaffen. Also wenn ich beim ersten Stern sowieso 20 Mal verkackt habe, dann... Ja. Man könnte natürlich hier mit Save States arbeiten, aber das ist... doch ein bisschen zu... Pillepalle. Okay, ich versuche erstmal den normalen Dreisprung. Es ist gut möglich, dass man hier den... Ja, wenn man nicht so perfekt abgesprungen wäre. Das ist, dass man an manchen Stellen diesen seitlichen Wandsprung benutzen muss. Mit dem man noch ein bisschen höher kommt. Und ich denke, every time you fail... Jetzt gibt ihr mir den Tipp, dass ich nach jedem Tod einen Tipp kriege. Ja, ist... itself and you will... Okay, ich habe jetzt nicht den ganzen... Irgendwas kann man sehr oft gleich machen. Sehr konsistent machen. Ich weiß aber jetzt nicht, was die Voraussetzung dafür war. Wenn du stirbst. Ja, vielleicht sollte man auch im richtigen Zeitpunkt einfach mal A drücken. So. You hold back a little, das ist bereits bekannt. Nee, ich wollte das sowieso schon seit längerer Zeit mal irgendwie gespielt haben, aber keine Ahnung, das ist ja eigentlich auch nur eine Ansammlung an Objekten, so ein bisschen. So eine Zusammensetzung, so ein bisschen wie es halt Tic-Tac-Trauma so gewesen ist. Einmal hier rüber. Man könnte es natürlich auf Lag schieben. Ab und zu ist nämlich Lag da, aber aktuell, das war wirklich kein Lag, der da irgendwie dazu geführt hat. Es ist halt so ein bisschen die Perspektive, ne? So, die Perspektive, die kann sehr gemein sein. Ich möchte hier hoch. So.
Ja, die Frage ist wirklich, wo ist der nächste Stern? Zum Glück kann man hier sowieso alle Sterne gleichzeitig, also in der Reihenfolge holen, die man gerne hätte. Okay, nee, ich gehe zurück. Ich glaube, ich mache das lieber so. Ich glaube, das ist... Ja, das ist vom Timing her deutlich besser. Okay, was ist hier drinne? Hier sind 10 Münzen drinne. Die muss ich irgendwie noch oben drauf landen. Ich glaube, das mache ich auch wieder so und dann... Ja. Oh, das laggt. Das hat jetzt echt gelaggt. Das war nicht ganz so nett. So, immerhin ein Stück weiter. Naja. Sag mal, werde ich die ganze Zeit hier zurückgesetzt oder warum steht der... Ich meine, ach, toll. Wenn man keinen zweifachen Longjump hinbekommt, dann kommt man auch nicht drüber hinaus. Ach, ich habe bestimmt noch im Titel irgendwie geschrieben, hier Spyro oder so. Gut möglich. Muss mal ganz kurz gucken, ja. Okay, das ist gut. Ja, bestimmt steht im Titel noch Spyro. Das ist jetzt natürlich sehr unpassend. Wahrscheinlich steht das sowieso in der Kategorie noch falsch. Na gut, da bin ich ja nicht der Einzige, oder? Der sowas macht. Da guckt man so, keine Ahnung, nach Super Mario 64 und findet plötzlich Fortnite oder so. Ist ja. Nee, ist das ist noch viel schlimmer. Die Leute, die Fortnite spielen, die sind schlimmer. So. Ich meine, man könnte mit dem Trend gehen. Ja, das könnte man. Man könnte es aber auch sein lassen. Weil mich das Spiel halt null interessiert. Halt dich fest oder komm zurück. Ich glaube, hier würde so ein bisschen diagonal schon helfen. Wobei diagonal natürlich auch dazu führt, dass ich hier sehr schlecht irgendwie nach oben komme. Weil die Distanz ja größer ist. So, kommt schon. Wobei ich habe auch schon gesehen, wie die roten Münzen so ein bisschen angeordnet sind. Okay, das Rotieren des Zahnrads ist schon ein bisschen hinderlich. Oder muss ich das ganz woanders? Muss ich an die Türme? Bei den Türmen ist es auch noch nämlich möglich. Da kann man auch noch irgendwie hoch. Ich habe das Ganze auch irgendwie mal so... Ich habe so Zusammenschnitte von Simple Flips gesehen und... Ja... Demnach ist es vielleicht doch nicht ganz so blind, aber... das war ein bisschen komisch. Ich bin da nicht von der Stelle weggekommen. Vielleicht, weil da eine Schräge war. Ja doch, da ist eine Schräge. Das sehe ich in der Wiederholung hier. Rechts neben mir. So. Vielleicht sollte ich etwas in den Chat schreiben, den man im Nachhinein gar nicht sehen kann. Vielleicht. Aber man kann es auch sein lassen. So, genauso wie Fortnite spielen. Das ist alles nicht gerade sehr nützlich. Wenn man vorankommen will hier. Ich versuche mich mal... Nee, jetzt habe ich schon... Hier sind diese Türme. Guck mal, hier geht's auch weiter. Ja, das sieht eher nach Wandsprüngen aus. Ach Gott. Brauche ich in einem bestimmten Winkel? Oder kann ich einfach... Ich benutze mal die Mario-Kamera. Dann kann ich meinen Winkel so ein bisschen einstellen. Ah, schade. Vielleicht... nee. Mit einem Hechtsprung würde man leichter rüberkommen. Hat man mehr Geschwindigkeit. So. Aber zum Glück gehen die Leben ja aufwärts. Es werden so gesehen die Fails gezählt. So. Prevent sliding off. Was hält mich davon ab, runter zu rutschen? Okay, der Sprung wieder. So, geht doch. Das geht doch. So. Das gleiche jetzt nochmal hier hoch. Okay, ich glaube, es reicht, wenn ich hier einmal runterkomme. Das ist aber so komisch. Ja, doch, das ist komisch ausgerichtet. Boah. Okay, man hat nur begrenzt viel Zeit, weil der Winkel... Da sieht man es sehr genau.
Der Winkel ist so, dass man nach einer bestimmten Anzahl an Sprüngen nicht mehr so gut nach oben kommt. Beziehungsweise irgendwann geht der Wandsprung halt nicht. Und das war wieder Kacke. Einmal hoch. So, da muss ich mal gucken, wie ich das rausschneide. Später. Mit den neuen Tools sollte das doch möglich sein, oder? Wie ist es denn? Der neue Videomanager. Yay. Darauf hat die Welt gewartet. Ein neues Design. Aber wurde das nicht zeitlich mal irgendwie weggenommen, dass man Videos bearbeiten kann? Das war doch, glaube ich, auch so der Fall. Ach, keine Ahnung. Ich habe YouTube nie zum Bearbeiten genutzt, deswegen kann ich das schlecht sagen. Und ich hoffe, in dem Fall wird es einigermaßen akzeptabel sein, oder? Also, YouTube wird seine eigenen Qualitäten wahrscheinlich schon wissen, oder? So. Und am besten eigentlich schon hier anfangen. Wie hoch muss ich denn? Ich muss da hinten... Okay, ich muss da auf die Seite. Ja, eigentlich kann ich schon sehr... Ich muss hier runter. Nee, ich muss hier runter. Und ich starte am besten richtig schräg. Gerade weil er ja wie so ein Spiegel... Nein! Ah, schade. Gerade weil er ja wie so ein Spiegel abprallt. Ah. Okay, das steht hier schon zum sechsten Mal. Welcome to the chat room. Wird hier irgendwas immer schlecht geladen oder was ist das Problem? Ja, das hätte fast schief gehen können. Oh, nur fast. So. Ich nehme auch immer eine andere Kugel wie die Stelle. Okay, aber ich weiß schon mal wo... Warte mal. Da drüben ist ein Stern, das ist der zweite. Ne, hier ist der zweite. Da ist der dritte. Oder ich weiß jetzt nicht die genaue Reihenfolge. Hier ist Nummer 4. Da hinten die Nummer 5 sind die roten Münzen. Da fehlt eigentlich nur noch einer. Und der ist wahrscheinlich sehr gemein versteckt. Weil im Trailer gab es halt auch so eine ekelhafte Stelle, wo man irgendwie die Wingcap braucht. Und ja. Die Wingcap ist super. Jeder mag die Wingcap. Ja, ich würde ganz gerne diesen Block nutzen. Dann habe ich schon ein bisschen Höhe gewonnen, weißt du? Das wäre auch gut. Steht jetzt zum siebten Mal da. Okay, irgendwas ist hier falsch. Okay, ich darf hier nicht nochmal. Nochmal hätte er nicht überlebt. La 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 la. La 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 la. Ah, okay, die Mario-Kamera ist doch nicht so gut. Und er hätte dich festhalten sollen. Ja gut, ich habe auch B gedrückt, ne? Boah, es ist stressig. Das ist wirklich und wahrlich traumatisch. Ich habe jetzt auch nicht vor, so lange einen Stream zu machen. Das ist jetzt auch kein Stream, den ich irgendwie angekündigt habe oder so. Das ist einfach nur... ja. Ich habe Bock zu spielen und fertig ist. Mal sehen, wie lange. Wahrscheinlich nur eine Stunde oder so, aber... Ja. Ich denke, es wird auch nicht auf ein wirklich gutes Ergebnis heraus ja, zulaufen. Ja. Ich probiere es mal mit der Kameraansicht. Nee, das ist kacke. Am besten wäre eigentlich hier so ein Dreisprung. So ein bisschen in mit dem Winkel. Oder ist das schon eigentlich ein guter Winkel für die Kamera? Kann eigentlich auch sein. Das Ding ist doch darauf ausgelegt, dass man da einen Dreisprung macht. Kannst du mir doch gar nicht anders sagen. Okay. Ja, ja, toll. Okay, das Ding ist darauf ausgelegt, dass man darauf einen Dreisprung macht. So ein bisschen Hazy Maze Cave mäßig.
Ich stelle mir so die Frage, okay, das reicht nicht. Ich stelle mir so die Frage, ob Case das Ganze hier mit, wer ist es? Tastatur gespielt hat. Kann nämlich auch sein. Deswegen die 8 Richtungen. Hoppa und nein. Das reicht nicht. Ich habe nur eine begrenzte Anzahl an Sprüngen. Boah, das ist echt ekelhaft platziert. Kann ich das irgendwie vielleicht von hier aus? Ja, toll. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich hätte überlegt, vielleicht hier so und dann da rüber. Nee. Toll, also das funktioniert so schon mal sehr schlecht. Aber vielleicht kann ich mir so ein paar Sprünge ermogeln. Okay, ich konnte mir ein paar Sprünge ermogeln. Auch ohne die Kiste. Die Frage ist, wohin? Wohin und wie weiter? Okay, das gleiche jetzt nochmal ein Stück höher. Ich sollte einen Seitwärtssprung machen. Aber so ein bisschen in die Richtung. Hoppa, du bist oben. Und es ist natürlich hier noch nicht vorbei. Alter Schwede, da hinten ist das Ende. Oder da? Wo ist jetzt das Ende? Ich will es mir genau anschauen. Ach nee, das ist das vom anderen. Okay. Ja, toll. Dann soll ich hier... Was soll ich hier machen? Ich soll da dran springen und mit Wandsprung dann da hoch, oder wie? Boah, ey, das ist krank. Brauche ich hier die perfekten? Oh, jetzt habe ich zu... Ja! Man hätte natürlich auch direkt nach unten geschickt werden können. Hier in Freitod. Hm. Ach, komm. Boah, ist das ungemütlich. Diese ganze Mission, also... Der ganze Heck ist eigentlich ungemütlich. Das kann man so stehen lassen. Hey, nutz doch mal den Chatroom. Der ist doch hier. Schreib deine Meinung zu allem. Boah, und ich sollte vielleicht auch mal drauf landen. Also nicht nur die Kante erwischen. Dann wenn ich das nicht mache, dann brauche ich mich auch nicht beschweren, dass ich A gedrückt habe. Und Z... Da brauche ich mich auch nicht fragen, warum er nicht gesprungen ist. Er war ja nicht mal auf dem Boden. So. So. Ach, danke schön. Jetzt bin ich unkonzentriert. Jetzt habe ich so ein bisschen Blut geleckt und will ganz gerne das Ganze sehr schnell schaffen. Ja. So. Noch schneller! Irgendwas soll man smashen. A modern was? A moderate. Warp to the nearest level boundary. Was? Also vielleicht sind da doch ein paar Tipps bei, die ich sehr gut gebrauchen könnte. Aber das könnte ich mir nicht vorstellen. Irgendwie könnte ich es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht. So. Okay, das ist bekannt. Ja, wenn ich es gerade so gut hinbekommen habe, mit einem bestimmten Winkel, dann kann ich es doch jetzt auch schaffen. Spring ich jetzt mal mit so einem... Ja, Winkel daneben. Jetzt hätte ich einfach weiterspringen sollen und dann hätte ich mich retten müssen. Das war wieder sehr dumm. Okay. Wir machen 100 Versuche. Werden die Leben resettet? Also die Versuche resettet oder... Wie ist das so? Eigentlich ist das ja nur Trial and Error, oder? Klar, bei manchen Sachen kann man wirklich geskillt rankommen. Gerade wenn man Timing hat, aber das habe ich ja leider nicht. So. Ich meine, solche Geschichten, die sind ja vergleichsweise gut. Solche Geschichten sind vergleichsweise dumm, die ich da gerade gemacht habe. So, geht doch. Und hier das gleiche jetzt nochmal in die Richtung.
Ja, yeah, geht doch. Und von hier aus jetzt da irgendwie rüber. Da hätte ich gerne eine weite Kamerasicht. Ah, ich wollte nochmal zurückspringen. Dieses Zurückspringen, einfach die Idee zu haben, sich vielleicht nochmal zu retten. Das sollte ich mir vielleicht aus dem Kopf schlagen. Der Winkel war halt einfach nicht gut. So. Ach ja, ist es ein ganz nettes Level. Wir alle mögen's. Ausnahmslos. Ja, also für die Leute, die dachten, Tic-Tac-Trauma sei schwer, ja, geht so. Es gibt schlimmere Höllen im Bereich Super Mario 64. So. Genau, ja, so kann man auch schön sterben. Ich wollte nur mal demonstrieren, wie man es nicht machen soll. Nämlich genau so. Ey, komm, aber das ist doch schon echt nah, oder? Das ist doch vergleichsweise nah, wirklich. Und, ja. Ach, ich schaffe es ja nicht mal, dass der erste Sprung sitzt. Wir werden über 100 kommen. Chromatic Tic-Tac Tower. If you hold irgendwas. Ja, wenn du gegen eine Wand, wenn du gegen ein Pendel springst, während es hin und her schwingt und du eigentlich auf die andere Seite willst, dann bist du tot. Vielleicht lese ich mir erstmal die Tipps durch. Hast du schon gewusst, Mario kann nur kicken, wenn er langsam genug ist eigentlich, oder? Sonst wird er diven. Ja. Das sind tolle Informationen. Hat noch niemand mitbekommen. Bestimmt gibt es Leute, die das überhaupt nicht wissen, aber ich glaube nicht, dass irgendwelche Anfänger sich an diesen Hack ranmachen, oder? Also Leute, die wirklich von der Mario 64-Steuerung so überhaupt keine Ahnung haben, die auch Probleme mit Wandsprüngen und allem haben, also ja, das wäre wirklich traumatisch für die. Wobei das ja auch ehrlich gesagt kein Zuckerschlecken ist, ne? Ach, der war hoch genug. Das sah jetzt nicht danach aus, als würde er dagegen knallen können. Ich hätte es wissen sollen, wissen müssen. Man kann sich hier vielleicht auch nur mit Weitsprüngen voranwagen. Irgendwas mit Doppelsprung stand da unten. Ich finde immer diesen Doppelsprung, den man so hat, total lame. Also so in Videospielen. Wenn man irgendwie so wie Crash Bandicoot oder sonst wie was, oder sonst wer, oder sonstige Konsorten, einfach so in der Luft nochmal springen kann. Das ist so ein bisschen so, ja, ist zwar Plattformer-like, aber das ist schon irgendwie so ein bisschen Billo. Weil, ich weiß nicht, so ein kleinen Sprung, sowas wie bei einem Kick, ist in Ordnung. Der ist ja eigentlich auch so gedacht, zur Rettung gedacht, denke ich mal. Aber ob der zur Rettung gedacht ist, weiß ich nicht. So. Aber der ist halt nicht so overpowered wie so ein ganzer richtiger Sprung, weißt du? Deswegen. Weißt du, dann hast du dann so Spiele wie in Hat in Time, wo du voll lange irgendwie in der Luft bleiben kannst. Und das voll abgefeiert wird, weil hey, die Steuerung ist ja so geil, weil man halt eben... Und tot. Okay, oder auch nicht. Ja, wenn man sehr hoch kommt. Aber das bricht halt auch einige Spiele total. Weil du hast halt gerade so Spielen wie in Hat in Time, da kannst du ja noch diven und alles. Also hast du noch so richtig nützliche Moves. Die kannst du halt komplett ausnutzen. Also ich weiß nicht. Das ist allein in Super Mario 64 ist das eigentlich schon so eine Sache. Ne, du kannst, wenn du einen Dreisprung und einen Wandsprung drauf hast, kannst du schon an sehr viele Stellen ganz einfach ganz einfach drankommen. Aber wenn du dann halt noch so einen Doppelsprung hast, ja, am besten noch direkt nach einem Wandsprung, dann ist gute Nacht. Ich weiß nicht.
Irgendwo muss ja auch Schluss sein, oder? Irgendwo muss ja... Ich weiß nicht. Crash hat ja sowieso an sich recht wenig Moves drauf, also bei dem passt es noch. Der Tornado-Dreher ist halt auch dieses... schon sehr overpowered, muss ich sagen. Dass er halt einfach so komplett in der Luft schwebt. Ja, damit kann man einige Sachen wirklich überspringen. Ich weiß nicht. Klar, in Crash 2, da hat man überhaupt keine Extra-Fähigkeiten. Also da hat das alles noch sehr gepasst. Oder Bazooka. Die Bazooka ist eigentlich noch schlimmer. Weil damit konnte man ja wirklich Nitro-Kisten zerstören. Und so alles. Also wirklich alles, was irgendwie zerstörbar ist, hätte man zerstören können. Das ist wirklich overpowered. Du brauchst eigentlich nur stehen bleiben, Bazooka auspacken und fertig ist die Sache. Ja, also... klingt jetzt voll brutal. Wir sind in PUBG oder so. So haben wir noch mehr Battle Royale Spiele genannt. Okay, ich muss jetzt kurz dafür sorgen, dass ich überlebe. So, denn Überleben ist alles. Das ist gut. Und hoch. Das ist gut. Nein, ich komme wieder runter. Schon wieder auf ein neues. Ich würde schon ganz gerne irgendwie so eine Kamera haben, dass ich da hochkomme. Oh, ich bin noch am Leben? Was? Ist es denn die Möglichkeit? Man kommt bestimmt irgendwie leichter hoch, oder? So. Ja, aufpassen. Den fand ich kacke. Der war nicht schräg genug. Boah. Vor allem hier diese Ecken, ey, die überhaupt keine Sicherheit bieten, weil man da einfach runterfallen kann. Da könnte sich Mario nicht mal festhalten. Ah, das war noch nicht weit genug. Man hätte noch ein Stück weiter sein sollen. So, 29, yay. Super. Super Mario, Super Mario, Super Mario. Super Mario World. Eigentlich schon interessant, dass das erste Super Mario Spiel ja eigentlich Super Mario Bros. Heißt. Und im darauffolgenden eigentlich dieses Bros. Nie wieder aufgegriffen wird, außer für die 2D-Teile halt. Ja, Super Mario Bros. Der ist, okay, das. Dafür ist dann vielleicht einfach die 2D-Reihe bekannt. Die Bros-Spiele so gesehen, ja. Ich glaube, so werden sie auch offiziell genannt. Wir müssen mehr Bros-Spiele machen. Ach nee, knallen wir noch für die Switch einfach eine, einen Port raus. Ich meine, es gibt die Leute, die regen sich darüber auf, dass es immer wieder neue Mario-Spiele gibt. Also so 2D-Mario-Teile. Okay, ich wollte irgendwo hin. Ja. Und dann gibt es die ganze Zeit diese Remasters. Ja, ist ja ekelhaft. Wer will denn Remasters spielen? Und ich frage mich, wie lange diese Welle von Remasters eigentlich noch anhalten wird. Werden sie jetzt alle Spiele der letzten 20 Jahre nochmal neu remastern? Oder wie ist das gedacht? Also so generell die ganze Videospielindustrie. Ja, könnte ja auch sein. So. Ist schon mal so ein Plan, so wie bei den Marvel-Filmen. Und am Ende fügt sich alles so zusammen, weißt du, dann... Okay, nee, das war kacke. Ja, wobei, es fügt sich ja eigentlich alles schon so bei Super Smash Bros. Zusammen, das passt ja schon. Also, fügt sich sehr viel zusammen. Wäre zwar auch cool, wenn da irgendwie Banjo-Kazooie oder Crash bei wäre, aber... Na komm! Nein!
nein, das ist der falsche Winkel. Aber ich kann auch da zwischenlanden, direkt an den Anfang. Yay, ich muss nicht das Ganze lernen. Ich kann den ersten Sprung überspringen. Okay, das ist, glaube ich, noch schlimmer als das normale Ankommen. Boah, ich werde die 100 Münzen auf jeden Fall nicht holen. Nein? So, dann einmal hier runter. Dann würde ich ganz gerne hier nochmal reinzoomen. So, dankeschön. Okay, Winkel wieder mal. Okay, das ist jetzt nicht mal mehr so das Problem. Okay, das war kacke. Boah. Auf ein neues. Okay, das waren auch perfekte Sprünge teilweise. Okay, das war scheiße. Der nächste Sprung wäre halt definitiv daneben gegangen. Das sah man dem Winkel einfach direkt an. So, ja. Das ist auch eine gute, nette Übung jetzt hier, einfach um hochzukommen. So. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Anlauf. Ich kann ja hier rüberlaufen. Vorsichtig rüberlaufen. Ist auch so ein bisschen... Oh, okay, das war gut. Perfekte Wandsprünge gelten auch. Hier kann man nicht zufällig irgendwie rüberkommen. Oh ja, okay. Zum Abschluss nochmal die Hölle. Mhm, okay. Habe ich auch nicht dran gedacht, dass man sowas einbauen könnte. Oh Gott, ey. Was hat der Typ gekifft? Oh yeah, okay. Meine Güte, was hat man dem Case gegeben? Ohne Witz. Was hat man denen in den Kaffee gemischt? Boah, da hoch muss ich auf jeden Fall nicht mehr. Da gibt es auch keine Münzen, da habe ich nichts gesehen. Also selbst der 100-Münzstern wäre da. Mario's Gravity is weakened during a long jump. Was? Ist das wirklich der Grund? Es ist wirklich die Gravitation bei einem Long Jump niedrig. Ich meine, das steht da so. Und das kommt von einem, der den Code eindeutig gesehen hat. Oder eindeutig hätte lesen können. Den Assembler-Code. Immer rüber. So. Okay, dann gab es das hier noch, die Geschichte. Okay, einmal rüber. Ich glaube, da kann man sehr gut pausieren. Das ist, glaube ich, sehr gut. Wenn man währenddessen pausiert und dann einfach guckt, wo man sicher ist. Es ist ja eigentlich auch nur eine 90-Grad-Kurve. Das ist das Gute. If you press B, the B-Button after a triple jump. Also man kommt weiter. Ja, das ist bekannt. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Das ist mir bekannt. Ich will jetzt das mit dem BLG machen. Aber gut, dass man hier nochmal so eine Einführung kriegt, ne? Sogar mit extra Bild. Also wäre das in so einem Booklet drin, ne? So. Okay, einmal rüber. Ah, ich glaube, das wird knapp. Das war auch nicht zu viel. Das war zu wenig Speed. Tja, aber die Sachen werden nicht zurückgesetzt. Okay, das nervt schon ein bisschen mit der Anzeige. So. Einmal rüber.
Ja, mittlerweile beachte ich die Tipps auch gar nicht mehr. Aber mit dem muss man doch auch noch irgendwas anstellen können. Sich irgendwie durchs Gitter glitschen oder so. Das geht ja auch. So, und hier nochmal. Hier nochmal durch. Ich glaube, das ist auch wieder... Okay, ich versuche. Ah, jetzt falle ich runter. Scheiße. Aber das, damit kommt man auf jeden Fall weiter. Wenn man einfach mal zwischendurch pausiert. Wirkt zwar ein bisschen wie Cheating, aber ist ja eigentlich legal. Man bekommt das Bild einfach so angezeigt. Das ist, ganz ehrlich. Muss doch keiner drum heulen. Aber sonst kenne ich keine Stelle in so Spielen, wo man das einfach anwenden würde, weil es halt wirklich... Weil die meisten Stellen sind halt nicht darauf ausgelegt, dass du da wirklich Pause drücken musst. Ich denke mal, hier ist das der Fall. Oder du bist halt wirklich sehr präzise, was die Sprünge angeht. Gibt's das auch als Tipp, oder... Okay, das ist wieder ein bisschen schlecht angesetzt. Okay, das ist falsch. Nicht weit genug. Gibt es da noch irgendwas Spezielles? Okay, das sind sogar zwei 90-Grad-Kurven. Boah, ich hoffe, das wird nicht ausarten. Weißt du, und dann da hinten sterben, das... Das wäre richtig grausam. Ich würde gerne die Kamera drehen. Aber ich bleib lieber auf dem Boden und versuche die Kamera nicht zu drehen. Okay, jetzt nochmal drehen. Das ist gut. Oh, oh Gott. Das ist eine Pilot-Taktik. Nein! Och, und dann sterben, weil man keine Stampfattacke machen kann. Wenn man zu blöd dafür ist. Okay, aber das ist die Taktik. Wenn man jetzt noch schnell genug da die 10 Blöcke hochkommt, dürfte das eigentlich machbar sein. Ich weiß nicht, worauf das ausgelegt wurde. Warte mal, slow enough. Okay, das ist wieder das mit dem Kicken. Ach komm, stirb! So, einmal rüber. Die sind ja immer so nett, die BLGs. Ja, vielleicht sollte ich aufhören, so diagonal springen zu wollen. Man könnte ja meinen, das würde Zeit... Ist das ein Pfeil? Nee. Man könnte meinen, das würde irgendwie Zeit gut machen, aber nö. Nee, ein Hechter. Ja. Ich sollte vielleicht versuchen, sofort die Kamera zu drehen, so zweimal. Dann kann man sich darauf besser einstellen. Definitiv. Naja, den Wandsprung des Gedöns. Was ist da hinten? Das sieht auch spaßig aus. Da kommt man von hier aus hoch? Okay. Wahrscheinlich, wenn man hier vom Pendel irgendwie hochklettert, ne? Also wegspringt und natürlich erstmal vorher hochklettert. So. Diese 10... Ach komm, das kann ich vergessen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Komm schon, ein bisschen schneller. Also eigentlich ist es gut, dass es so lange dauert. Dann habe ich da hinten nämlich mehr Zeit.
Also wenn das hier klappen sollte, dann ist das auf... Ach komm. Ich weiß nicht, was da oben noch kommt. Da könnten noch 10 Chakyas kommen. Wer ist denn der nächste Sprung? Swinging Slopes. Irgendwas mit Schrägen. So, mittlerweile ist auch gleich 15 Uhr. Mal rüber. Okay, jetzt schön um 90 Grad irgendwie. Nein! Okay, ach, das ist das Seil, okay. Das Seil, das so gesehen den Schalter mit den Blöcken verbinden soll. Angeblich. Auch wenn das recht eindeutig ist, wo die sind. Wo man da ja extra diese Scheibe hat, damit man es sehen kann. So. Gain enough momentum to wall kick. Oh, das war das mit dem Backflip, ne? Also so viele Tipps sind hier eigentlich gar nicht bei. Bestimmt ist hier der ein oder andere nützliche Tipp bei, aber so vergleichsweise eigentlich... ja, das war dumm. Ich hätte erstmal stehen bleiben sollen. Es gibt doch bestimmt so eine Stelle, wo man diese lustigen, dieses lustige Rutschen machen muss. Dass man auch einen Wumms Wuchtweil machen kann oder irgendwie sowas. So an richtig steilen Wänden hochlaufen. Das habe ich mal gezeigt. Dieses erst so diven und dann... Ja. Irgendwie so die Schrägen hoch. Ja, ja, ja. Stick to 8 directions. Okay. Ja, das wird danach auf jeden Fall noch nicht vorbei sein. Das ist wahrscheinlich noch das Einfachere. Und weil ich dann sofort drehe, ist der, ja, dreht er sich natürlich auch direkt um 180 Grad. Draht. So, rüber. Yay, also die Stelle kann ich auch mittlerweile gar nicht mehr sehen. So. Einmal hier rüber. Komm schon! So. Also so BLGs sind eigentlich ganz nett. Wenn sie nicht punktgenau gezielt werden müssen. Das ist ja hier nicht der Fall. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. So, okay. Was kommt jetzt? Soll das schon das Schwierigste gewesen sein? Ach, jetzt hier ein Wandsprung. Okay, warte, ich weiß. Oh ne, einfach festhalten. Gut. Das sieht vergleichsweise einfach aus. Was ist denn hier los? Sollte das schon die Schwierigkeit gewesen sein? Ha, da lache ich drüber oder so. Ja, und im nächsten Patch ist dann die Startfunktion draußen, ne? Warte mal, was soll ich hier mitmachen? Erstmal gucken. Achso, mit einem Wandsprung. Ne, mit einem Wald. BLG hier rüber. Ist ja fast dasselbe. Okay, also es kann noch alles in die Hose gehen. Ich überlege gerade, wie der Winkel am besten wäre. Das ist schon zu viel. Ich würde sagen, so ungefähr. Und jetzt irgendwie... Ganz gerne... Ja, ist das die richtige Richtung? Ich würde schon ganz gerne direkt aufs Eck zielen. Am besten auch die nächstgelegene Stelle aufsuchen. Sieht, glaube ich, gut aus. Wenn man nicht dumm wäre... Nein! Ach,
komm schon, so ungefähr. Oh, so ungefähr. Ja, ungefähr ist halt echt nicht das, was ich will. Ich will es genau haben, so. Ja, genau deswegen. Und das sogar sofort tot, ja. Denn man soll sich höchstwahrscheinlich direkt dort daran festhalten. Ah. Das macht echt Bock. Endlich mal eine Challenge. Brain. Was? Jetzt habe ich gelesen. Das war jetzt so interessant. Da stand irgendwas über Gehirne und so. Ganz genau. Oder ich habe einfach komplett falsch gelesen, weißt du? Moderate pace to warp to the nearest level boundary. Das ist wieder die Sache, die ich vorhin gelesen habe, die ich aber nicht komplett mitbekommen habe. Das ist auch wieder toll. Aber brauche ich vielleicht jetzt noch nicht wirklich. Wer weiß. So. Und ich weiß ja noch nicht mal, ob da hinten eigentlich sofort Schluss ist. Wäre wünschenswert, aber... Ah, ich bin tot. Aber Hauptsache nochmal rückwärts diven. Yep. So. Ich will jetzt den Stern zumindest noch holen. Wie das mit anderen aussieht, das weiß ich noch nicht. Wobei das wahrscheinlich auch nicht mehr so schwierig wird jetzt. Nachdem ich so ein bisschen die Kameraführung etc. hinbekommen habe. Aber auch diese Ausrufezeichen, die sind ja eigentlich komplett neue Zeichen. Also die mussten ja wirklich importiert werden. Sieht jedenfalls so aus. Das sind auf jeden Fall nicht die Originalzeichen für solche Geschichten. Ich sollte einfach Start drücken, ja? Ich kenne den Trick. So, ich habe dadurch keinen Nachteil. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ist da nicht so ganz krank. Ich will nur wissen, was ist denn hier eigentlich so? Also da ist auf jeden Fall auch noch irgendwie ein Weg rüber. Ach, das sind dieses... Okay, ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht erst wissen, aber... Früher oder später wird es unvermeidlich sein. So. Ja, erstmal schön Schaden nehmen. Okay, das ist super. Ja, das ist gut. Okay, das war jetzt nicht allzu schwierig. Ich sollte vielleicht aber trotzdem pünktlich abspringen. Genau. Da kommt man auch ganz leicht hin. Okay. Also das Knifflige ist hier erstmal der BLG. Das Hochkommen ist leicht, wenn man sich ein bisschen... Ja, wenn man noch ein paar Sekunden hat. So. Ich kann auch nicht zufällig so schon hier aus dem Winkel. Nee, also mit einem weit... Ja, so komme ich da auf keinen Fall hoch, oder? Nee, ich muss das wirklich auch vom Block selbst aus machen. Ja, wieder auf gut Glück, oder? Nee, das ist kein guter Winkel. Das ist auch kein guter Winkel. Da sehe ich doch das Eckstück. Ich muss genau das Eckstück erreichen, das vorderste. Der Winkel ist ja erstmal egal, von wo ich Anlauf nehme.
Genau, oh, das ist sehr gut. Ich musste mich nicht mal festhalten, okay. Und jetzt? Hoffentlich irgendwie so eine Art Safe State, oder? Was passiert jetzt? Warte mal, da ist ein Schild gewesen. Sollte man vielleicht lesen. Du bist tot, weil du ein Schild gelesen hast. Don't panic. There's a star right above you. To reach it, however, you must gain a lot of speed and take it into flight with you. BLG would give you a lot of speed, but you need a far more momentum to take flight. The easiest way to invert backwards momentum is to bonk into a wall. When Mario is looking in. Was? What the freaking hell? Ist das tot? Ich will es nicht ausprobieren. Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen zum Experimentieren, da ich. Ja, okay, ich weiß schon mal, wo die Abschussrampe ist. Immerhin das. Okay, also ich muss mich danach hinten irgendwie umdrehen. Ich glaube, das habe ich falsch gemacht. Ich glaube, ich habe es ein bisschen falsch gemacht. Ich muss schon vorher einmal reingehen, damit ich später... Ich glaube, ich verstehe, was sie meint. Was er meint. Was damit gemeint ist. So. Ist das eine endlose Kappe? Ich hoffe. Ich hoffe, die hält auch einige Zeit. Ich kann das von beiden Seiten ausprobieren, okay? Ich möchte noch mal eine... Ich will noch mal wissen. Ich muss währenddessen... Ja, okay, da kriegt man sehr viel Speed. The easiest way to invert backwards my mind is to bonk into a wall. Okay, ich muss währenddessen probieren, irgendwie Mario in diese C-Oben-Kamerasicht hinzubekommen. Es gibt ja irgendwie diesen Trick, mit dem man irgendwie so... so eine schräge... Genau, da sieht man es ein bisschen. Wenn man auf so eine schräge geht und dann... in den Ego-Modus geht, dass dann Mario im Grunde rückwärts Speed aufnimmt. Ist vielleicht so ein ähnliches Konzept. Ist interessant. Nur die Umsetzung wird halt schwierig. Die Kappe hat jetzt auch einige Zeit gehalten. Nee. Okay, ich kann auch hier lang gehen. Manchmal gibt es hier ein paar Grafikfehler. Ah, toll. Also das Video wird auf jeden Fall auf YouTube schon mal gecopyrighted, geclaimed worden sein von Nintendo. Das ist toll. Hazy Maze Cave Musik. Ja, das ist es. Das war schon sehr gut. Okay. Das ist cool eigentlich. Eigentlich ist es sehr cool. Nur ich muss das ein bisschen früher machen wahrscheinlich. Ich muss wahrscheinlich früher abspringen. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück höher. Ist schon sehr gut, aber... So. Einfach mal ein bisschen weiter testen. Ist vielleicht einfach nicht genug Speed gewesen. Ich hab, das hat man auch im Trailer gesehen. Ohne Witz. Das sah halt auch übelst geil aus, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und ob ich es so vielleicht sogar falsch mache. Es sieht sehr vielversprechend aus.
Ich hoffe, ich muss nicht gleich auf YouTube nachschauen. Gott verdammt. Also man kommt damit schon recht hoch. Okay, ich probiere hier ein bisschen aus. Ich hoffe, man stirbt nicht in diesen Löchern da, in den... Okay, wie geht das denn? Also im Ansatz ist es ja schon gut, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Irgendwas mache ich falsch. Soll ich vielleicht schon im Flug selbst? Ich habe das Gefühl, er kommt teilweise auch höher, wenn ich es besser umsetze. Oder muss ich die Mario-Kamera? Nee. Ich guck nochmal. Ja, das ist beim Fliegen halt ein bisschen schwierig, ne? Und vielleicht sollte ich einfach direkt davon abspringen. Ist vielleicht auch eine gute Sache. Wenn ich da ganz oben schon auf der Schräge... Er hat ja noch sehr viel Momentum. Ich glaube, ich springe zu spät ab. Das ist nicht so gut. Yay. Guck mal, das ist ja gar nichts an Höhe. Also es ist schon etwas. Ich mache das, was gefordert ist, nur ich mache es nicht schnell genug. Ich glaube, das ist mein Problem. Noch schneller, schneller. Even faster. Buh, da ist ein Block im Weg. So. Okay. Ich glaube, ich weiß, wozu die Löcher da sind. Oder ist damit diese Wand gemeint? Nee. Nie im Leben. Ich glaube nicht, dass damit die Wand gemeint ist. Könnte ich mir irgendwie schlecht vorstellen. Fährt er hier eigentlich auch so schnell? Jupp. So Sunshine-mäßig, weißt du? So, einmal drehen, nochmal ausprobieren. Es ist schon... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass damit die Wand da hinten gemeint ist. Also wirklich diese Endwand. Und nicht das hier. Das wäre ein bisschen komisch. Ansonsten gucke ich jetzt gleich mal. Das war zu wenig. Das war eindeutig zu wenig. Ist auch gar nicht so leicht. Oder muss ich weiter springen vielleicht? Muss ich A gedrückt halten bei meinen Sprüngen?
Ich hoffe, ich mache das wirklich nicht an der falschen Wand. Das wäre sehr nervig. Okay, ich guck mal ganz kurz. Es ist, keine Ahnung, nicht gerade so das Schönste hier so festzusetzen. Tic-Tac-Traumatic, ne? Traumatic. Ich schreib mal von Case. Der hat ja dieses, Extreme Hack steht da drauf. Ja, es ist, da weiß man schon direkt, womit man es zu tun hat. Überspringen. So ziemlich am Ende war das, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, das war mittig. Okay, der macht einen Backwards Long Jump. Achso, dann bleibt der einfach stehen. Der bleibt einfach stehen und lässt sich dagegen prallen. Okay. Ach, und dafür sind auch diese Ecken da. Okay. Also diese Lücken. Okay, dann verstehe ich jetzt. Ja. Also da hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Stunden rumexperimentieren müssen, bis ich darauf gekommen wäre. Weil das ist ja wirklich... Das ist ja krank. Der ist einfach stehen geblieben auf dem Boden. Also nicht wirklich stehen geblieben, aber der hat ist halt weitergelaufen rückwärts. Einfach nur gelaufen. Zweimal mit einem Hecht darüber und dann... Warte mal. So einen will ich natürlich noch. Okay. Vielleicht noch richtig stehen. Das könnte auch noch helfen. Drinks. Nee. Schon gegen die Wand laufen. Schon gegen die Wand laufen. Okay. Also ich habe verstanden, wie es gehen soll. Nur die Durchführung ist jetzt eine andere Frage, ne? Ich brauche mehr Speed. Okay, das ist vom Winkel her schon in Ordnung. Nein, 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 das war falsch. Das war falsch. Ich muss, ich weiß auch jetzt nicht, wie der die Kamera geändert hat, aber... Oh, fast reingefallen. Man muss diese Kanten dazu nutzen, um einen Doppelsprung auszuführen und dann halt einen Dreisprung. Also man muss quasi erstmal Geschwindigkeit noch auf dem Boden sammeln. Oder sich die irgendwie festhalten, keine Ahnung. Das ist schon sehr interessant. Ja, so ungefähr, wie ich das jetzt mache, nur vorwärts. Boah. Kann man echt Ewigkeiten hier drinnen sitzen. Und zwei und... Ja, eigentlich ist er weiter gelaufen, ne? Man sieht auch, wie viel Speed der drauf hat. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Boah, wie viel Testerei das gewesen sein muss. Also eigentlich ist der an der Stelle wirklich bereits gelaufen. Also der ist wirklich vergleichsweise früh schon in diesen Ego-Modus gegangen. Das... Okay, das war ganz interessant. Ich war in diesem Ego-Modus und das hat auch eigentlich funktioniert. Okay, jetzt verstehe ich. Also, nein, ich verstehe es eigentlich die ganze Zeit schon, nur ich habe... die Ausführung noch nicht wirklich verstanden. Ja, das ist so komisch. Hm.
Und ich muss eigentlich schon vor der Schräge irgendwie laufen. Ich muss vor der Schräge in den Ego-Modus, ne? Das ist vielleicht die Sache. Das ist ein interessanter Trick. Kann ich überhaupt, wenn ich... Wenn man rutscht, dann ist es verkackt. Wenn man rutscht, ist es verkackt. Es gibt noch irgendwelche Probleme dabei. Also immerhin, also sterben kann man hier nicht. Gleich so Zeitüberschreitung. Oder sollte ich vielleicht generell einfach den Stick loslassen? Ich probiere jetzt mal mit Stick loslassen, wenn ich da ankomme. Nee, den Stick loslassen ist eine ganz schlechte Idee. Dann macht er gar nichts. Also bevor man da ankommt, noch an den Ego-Modus. Der ist ja gerade auch so komisch, so lustig abgeprallt. An den Wänden, links, rechts. Das sind halt nur die falschen Wände. Aber er dreht sich dann halt auch immer komplett in die falsche Richtung. Oder drücke ich in die falsche Richtung, bin ich so bescheuert. Ich drücke eigentlich direkt nach vorne, so. Er versucht sich irgendwo lang zu drehen. In eine gewisse Richtung. In eine bevorzugte. Ist schon sehr interessant. Ach, ich hasse BLGs. Vorhin wahrscheinlich noch so, ja, ich liebe BLGs, die sind so schnell und jetzt, ich hasse sie. Es wird immer nerviger. Achso, guck mal, da habe ich es auch gerade gemacht eigentlich. Oder sollte ich doch vielleicht diese, ich glaube es, ich weiß nicht, der hat das so, er hat es auf jeden Fall nicht mit der Wand, also mit einer richtigen Wand gemacht, sondern mit der, mit dem Levelrand so gesehen. Was ja eigentlich eine richtige Wand ist, aber. Tja. Und so vergingen die Stunden. Und so vergingen die Tage. Ach, es ist spaßig. Also man kann auf jeden Fall richtig verdammt viel Geschwindigkeit aufbauen. Was, wenn ich gegenlenke? Weil das muss man ja eigentlich im BLG machen. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich es raus. Ja, ich habe die ganze Zeit, um im Sprung selbst keine Geschwindigkeit zu verlieren. Er baut sie ja teilweise sogar auf. Jetzt noch hochdrücken.
habe ich, während ich auf dem Boden bin, in die falsche Richtung gedrückt. Wenn man da ganz schnell die Richtung ändern muss, von oben nach unten. Also während des Springs im Grunde noch nach vorne drücken, sobald man dann den Boden berührt, so wie jetzt, und ich habe in die falsche Richtung Z gedrückt, das ist auch toll, C. Z in die falsche Richtung drücken, das heißt den Button einfach mal rausziehen. Ach, das ist das Problem schon wieder. Genau, weil ich bin so darauf fokussiert, den Stick nach oben zu halten, dass ich den nicht umdrehen kann, so gesehen. Was eigentlich dumm ist. Das ist ja nicht schwer, den Stick einfach mal in die andere Richtung zu halten. Oh, komm jetzt. Ja, ja, es ist so wie man es hier sieht im Grunde. Ich kann da währenddessen auch gar nichts machen. Also wenn er wirklich versucht, in den C-Modus zu gehen, keine Chance. Also da kann ich nicht mal springen oder... Da muss ich wirklich darauf warten, bis Mario da an so eine Kante kommt. Ah. Jetzt habe ich gar nichts gedrückt. Jetzt habe ich diesen Übergang versucht. So, jetzt aber. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ich drücke in die eine falsche... Das ist so ein bisschen wie dieses... hier auf dem Kopf drehen und... auf dem Bauch schlagen. So ein bisschen dieses Problem. Und dann in die andere Richtung. Oh, okay, hier stirbt man nicht. Das ist gut. Schön, dass ich das jetzt auch herausgefunden habe. So. Ja, das ist C. Und in die Richtung sollst du später auch drücken. Okay. Fast. Ich hätte jetzt die Überlegung, vielleicht einfach im Vorfeld schon mal die richtige Richtung zu drücken. Aber ich mache das jetzt alles schön in einem Wisch, in einem Durchlauf. Ich habe nach oben gedrückt. Jetzt habe ich C tatsächlich einmal nach oben gedrückt. Boah, wäre auch richtig ekelhaft, wenn ich es einmal schaffen würde und dann geht die Kappe aus. Ich habe doch nach oben gedrückt, was willst du denn? Darf ich gar nichts drücken? Nee, das ist ja eben das Problem. Also er muss laufen währenddessen. Er muss an die Kante kommen. Boah, sowas hasse ich. Sei froh, dass es nicht brennt. Ich kann fliegen. So. Einmal reinzoomen. Ah, zu spät. Ja, die Frage ist, in welche Richtung muss ich danach drücken? Soll ich nach vorne oder nach hinten drücken? Eigentlich nach vorne, ne? Das ist ja eigentlich die Richtung... Das ist ja keine negative Geschwindigkeit mehr. Das ist ja eigentlich recht trivial. Vielleicht sollte ich einfach auch vielleicht ein bisschen abbremsen, wenn ich merke, dass ich zu schnell bin. So, ist bestimmt sehr interessant zum Zuschauen. Ja? Ah! Vielleicht sollte ich doch... Warte mal, ich will einmal ganz kurz... hier das Spiel ändern, weil hier immer noch Spyro 2 steht. Kann man das eigentlich so schnell ändern? Edit. Ah, und da geht's, okay. Super Mario 64. Recht eindeutig. Nicht der DS-Teil, einfach das. Dann, ich hoffe, das klappt. Ich bekomme jetzt nichts angezeigt, das ist...
interessant. Aber es gibt Hintergrundmusik, ne? Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie die ganze Zeit am Spielen bin, aber... Ne, okay, das gibt's schon. Gut. Okay, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob der das geupdatet hat oder nicht. Wenn dem so ist, wäre das sehr nett. So. Bin ich schon einmal drin gewesen? Ne, ich muss hier nochmal... Komm raus aus dem Loch. Das ist vor allem nicht das Richtige. Hahaha. Wir machen dreckige Witze. Dreckige Witze. Und sprechen schon fast wie Krankfried. Fast. Okay, ich glaube, ich kann während des Sprungs auch nach vorne drücken. Ich meine, das sowieso, aber ich glaube... Das geht. Ja, ja. Yes! Oh, endlich! Einmal im Leben. Und jetzt nur noch suchen, wo diese Kackstelle ist. Da. Ja, ja, schön dran vorbeifliegen, ne? Das muss noch sein. Ach. Nummer 3 nach 10 Jahren wahrscheinlich. Backwards Jawlang Journey wahrscheinlich. Long Jump Journey. So. 6. Stern. Swimming, swinging. Ach. Ich sollte überhaupt nicht mehr lesen. So. Jetzt wieder an den Kack gewöhnen. Aber eigentlich war es echt nett. Also das, dass man einfach mal so herausfinden kann, wie diese ganzen Tricks funktionieren. Diese wirklich extremen Tipps, Tricks. Ja, ja, ich lese da unten Tipps und dann... Ja, passt schon. So. Oh, jetzt habe ich das Gefühl... Ich muss mir natürlich auch erstmal an die Physik wieder gewöhnen, ne? Hier rutscht Mario ja nicht mehr so schnell. So. Hier vielleicht nochmal hoch. Ah. Ist schon schwieriger. Ja, den Block kann ich nicht nutzen, oder? Kann ich? Nee, das geht nicht. Das halte ich für ausgeschlossen. Hm, jetzt bin ich drunter gekommen. Ja, ich habe jetzt gedacht, vielleicht könnte man irgendwie von einem Zahn abspringen. Also von einem Zahn irgendwie einen Wandsprung machen und dann drauf landen. So ein bisschen wie in Rainbow Ride. Also wenn man sich die ganzen Speedrun-Taktiken da anschaut, dann... Ja, es ist schon sehr eindeutig, was ich damit meine. Wobei... Das Ding ist, das ist ein Zahnrad und das andere war irgendwie... Ja, so ein Zwölfeck. Ich glaube, das hatte 12 Ecken, ja. Dürfte hinkommen. Und ein Zahnrad ist, hat ein paar potenzielle Stellen, wo man sterben könnte. Wo man durchfallen könnte. Wenn man den Rand beachtet. Also betrachtet. Nicht nur beachtet. Ich probiere es einfach mal. Das ist... Ein Leben mehr, dass wir sterben können. Okay, das ist direkt hier vorne. Dann aber im Anschluss auch sofort wieder nach oben klettern. Ne? Sofort einen Ledge Grab machen. Weil, wenn nicht, dann ist sofort der Finger unten. Dann wird man Mario nicht mehr loben. Ja, ja. Schnugelwillis. Die guten Alten. Die hat man in Mario Kart so gerne. Also gerade wenn man irgendwie auf dem letzten Platz ist oder so und abgedrängt wurde. Aber... Jetzt so in my face will ich die jetzt nicht haben. Ja, genau. Ach komm. Einfach ein bisschen hier hoch. So. Bisschen nach vorne. Oh, 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 ja, okay, das habe ich auch nicht beachtet. Dass er komplett den Winkel ändern kann. Hm, auch nicht so schön. Also der könnte sich halt wirklich in 180 Grad verstreuen. Müsste ich mal überlegen, ob ich das...
ich kann das halt vielleicht über die eine Ecke lösen, über die eine Wand, die halt sehr konstant ist. Oder halt über das Zahnrad. Und ich weiß nicht mal, ob es da zum nächsten Stern hingeht. Halt dich doch fest, Junge. Wofür hast du zwei Hände? Also zwei Fausthände, das ist ja nicht mal wirklich, das sind ja nicht mal Finger. Das ist einfach nur... Das sind nur so fette Drops. So. Ich will es nochmal so ausprobieren. Ja. Es kann... Ich kann den... Entweder kann ich das Zahn des Zahnrades treffen oder ich kann das innere Teil des Zahnrads treffen. Das macht es auch vom Timing her sehr schwer. Ich glaube, ich soll es wirklich über die konstante Wand machen. Das ist immerhin immer gleich. Yay. Ach. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum er nicht gesprungen ist. Ich habe ja eigentlich gedrückt. Das ist immer die Ausrede, die man sich gerne gibt. Vielleicht war es ja doch ein Lag. Ein Lag-Spike. So, einmal hier rüber. Okay, aber wenigstens muss ich nicht nach rechts. Außer vielleicht für ein paar Münzen später. Ach, guck mal, das war zum Beispiel ein perfekter seitlicher Wandsprung. So wie er im Buche steht. In Buche. In einer Buche. In einer Eiche. Nee, warte mal. Ich habe keine Ahnung. Also das wäre schon, glaube ich, recht gut vom Winkel her. Nicht so nah an den Rand. Kann ich mich vielleicht sogar durchdrängen lassen? Also, dass der mich in das Gitter schiebt? Geht das vielleicht auch? Ja, erstmal... Vorsichtig. Ja. Und dann noch irgendwie das Zahnrad erwischen. Oder vielleicht direkt schon schräg drauf gehen. Also so leicht schräg. Aber dann wird das natürlich auch vom Timing her sehr schlimm. Ah, nee, nicht jetzt. Ah, ich versuch's mal schräg zu machen. So. Und das war perfekt vom Timing her. Aber das will ich nicht. Perfekt ist nicht gleich perfekt. Whoops. So, jetzt ist hier ein bisschen hoch. Puh, ja, vielleicht doch ein bisschen so. Die Frage ist. Ist das vielleicht irgendwie ein Indikator? Kann ich hier vielleicht... Also ein Doppelsprung reicht hier nicht. Hier ist auch nicht genug Platz für einen Weitsprung, oder? Ich kann es probieren. Das ist immerhin ein neuer Ansatz. Ah, nee. Der knallt sich da sogar den Kopf. Okay. Also das war es schon mal nicht. Auch wieder gut zu wissen. Es ist echt nicht leicht. Beziehungsweise erstmal dahinter zu kommen, das ist nicht leicht. Ich denke mal auch hier, wenn man wieder eine Taktik hat, das Ganze zu lösen, dann ist das wieder in 0, nichts gelöst. Also wenn man dann später sterben sollte und dann kommt. Ja, sowas, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Das ist halt eigentlich so ein perfekter Wandsprung. So die maximale Höhe rausgeholt. Ah, zu spät. Oder zu früh habe ich gedrückt. Eigentlich zu früh. Aber immerhin fehlen nur noch 3 Sterne. Yay. Und es ist wahrscheinlich nicht mal der, den ich holen soll.
Wie soll man denn da hochkommen? Also das ist auf jeden Fall nicht dieselbe Stelle. Das ist ein ganz anderer Stern. Da oben kann noch ganz anderer Shit auf mich zukommen. Das ist auch noch irgendwie so eine Art Gitter. Was heißt so eine Art? Da ist ein Gitter. Da ist sogar eine rote Münze drauf, okay. Kommt man da irgendwie anders hin? Man soll vielleicht da runterrutschen und rüber... Ah, kann auch sein. Von diesem Pendel soll man da irgendwie runterrutschen. Oh, er ist oben. Er ist oben. Was ist das da hinten? Gott im Himmel. Himmel, Herr Gott, sei Kraft, ne? Ich hätte vielleicht ein bisschen weiter links ansetzen sollen. Oder der, ja, eigentlich hätte ich den Winkel komplett anders nehmen sollen. Ich hätte direkt drauf los. Hätte ich auch wieder mehr rausholen können. Ja, so ein bisschen reflektieren. So. Wobei ich den Titel nicht geändert habe. Oh, das ist, ich habe vielleicht den Spieletitel geändert, aber, ich denke mal, im Titel wird immer noch stehen Riptor's Rage Runnen, weil das hier Riptor's Rage ist, das kennt jeder. Das ist das DLC. Das hasse ich halt. Sobald da oben kein Platz ist, also sobald der Zahn schon unter der Plattform ist, gilt das als du bist nicht mehr drauf und ja, dann fällt Mario runter. Das ist sein Schicksal. So. Wobei mich auch interessieren würde, wie Case diese Plattform hier gemacht hat, die sich so bewegen. Boah, ich hätte auch echt Bock, mal so ein Level zu erstellen, das so ein bisschen wie in Majora's Mask so Stone Tower Tempel mäßig ist. Von wegen zwei Seiten, du drehst das Level um und dann, keine Ahnung, coole Sachen passieren. Das Level verändert sich und steht Kopf. Ist so ein bisschen so ein Rätsel. Also auch für die Entwickler. Wobei so Dungeons in Zelda eigentlich schon immer für die Entwickler Rätsel sind, denke ich mal. Die können sich damit selbst herausfordern, keine Ahnung. Okay, ist das... Hier hört die Schräge auf, deswegen will ich eigentlich hier so ungefähr drauf zulaufen. Und um das beste Timing rauszuholen, will ich dann noch die Kamera so ein bisschen schräg haben. Genau. Das hätte ich vorhin schon machen sollen. Okay. Was? Ach, das ist dieser Backflip, ne? Oh Gott, sie haben mich gewarnt, aber ich habe nicht zugehört. Nein, nein, nein. Boah. Es ist halt so wie Tic-Tac-Trauma, ne? Wenn du einmal runterfällst, brauchst du schon eine gute Position, damit du nicht stirbst. Und selbst wenn du stirbst, selbst wenn du nicht stirbst, würdest du dir wünschen, du wärst gestorben, weil dann keine Münzen mehr. Ja. Also wenn du stirbst, dann sind halt die Münzen wieder da. Immerhin das. Weißt du, und hinterher verreckst du an einem Goomba. Weil er dir noch das letzte Quäntchen Blut aus den Adern gesaugt hat, keine Ahnung. Die Goombas, sie ernähren sich von Leuten mit Blut. Das ist eine Beschreibung. So. Kamera so um... So sieht gut aus. Und dann noch treffen, also den Boden. Zuallererst den Boden und dann die Wand. Ach. 54. Ja, jetzt häufen sich die Leben. Also die Tode.
Every time you fail or succeed at a trick, your brain subconsciously adjusts itself and will eventually be able to make to do the trick consistently. Das ist ein arschiger Tipp. Das ist ein arschiger Tipp. Ja, irgendwann wirst du es schon drauf haben. Nach 1000 Versuchen wahrscheinlich. So, ja, Case weiß es natürlich besser. Halt dich fest. Nein, ich wollte, dass du da Ledge grabst. Ganz schnell. Ah. Tja, Thaddäus. Mach den Sprung. Bitte mach den Kack jetzt. Okay, irgendwas mit, ne, die Aben. Ich habe diesen Tipp wieder nicht komplett mitbekommen. Ich sollte vielleicht mich mehr darauf fokussieren. Genau. Weniger aufs Schaffen und mehr aufs, genau, mehr aufs Sterben fokussieren. Das ist immer der wichtigste Tipp. So. Marius Wall Kick turns him around like light in a mirror oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Zum 10.000. Mal, ich weiß das, John. Das ist auch kein wirklicher Tipp. Es ist simple Logik, keine Ahnung. Ist das simple Logik? Wenn du gegen eine Wand springst, prallst du genauso ab wie Licht an einem Spiegel? Eigentlich ja schon, ne? Also, das macht eigentlich schon so Sinn. Auch so physikalisch. Du kannst ja auch so einen Gummiball gegen eine Wand werfen und der prallt ja genauso ab. So in dem gleichen Winkel. Deswegen hat das bei Super Mario 65 DS überhaupt keinen Sinn gemacht, dass der immer direkt orthogonal von der Wand abgesprungen ist. Also wirklich. Nintendo. Kriegt eure Physiken zum Laufen, ja? Also Super Mario 64, das war noch physikalisch korrekt. Aber auch in Odyssey, ne? Selbst da hat man das, glaube ich, wirklich auch nicht mit einer Reflexion gemacht. Bei Sunshine bin ich mir unsicher, ganz ehrlich. Aber ich glaube, das wurde auch ohne Reflexion gemacht. Aber das ist halt so ein nützlicher Trick. Also so, wenn man sich vorher winkeltechnisch anpassen muss, wäre nicht dumm gewesen. Ich meine, dass es abhängig von der Wand ist, ist es ja klar, aber... Also, wie die Wand jetzt ausgerichtet ist, aber... Dass der Ausgangswinkel stimmen muss, das ist noch eine ganz andere Sache. Ich finde, das macht halt auch wirklich Sinn. Wieso? Okay, wie viele Tipps hat dieses Spiel? Und die bessere Frage ist, kann ich, wenn ich den Hex-Editor aufmache, kann ich diesen String suchen und dann irgendeinen anderen Scheiß reinschreiben? Sowas wie, wenn du Scheiße isst, wirst du klüger. Dann wäre ja auch eine Möglichkeit. Und dann passt sich dein Gehirn schon richtig an. Can only kick in the air if... Okay, das ist bekannt. Ach, Mensch. Langsam genug, ja. Okay. Ja, das war unglücklich. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich die schwierigste Stelle. Nein, 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 nein. Woher kommt eigentlich dieser Zeiger? So. Jetzt wollen wir mal wieder da hochkommen. Es hat so gut geklappt, zweimal. Das ist eine Quote von... Ich weiß nicht wie viel. Oh, weil ich hier schon viel zu lange dran sitze.
Und dann habe ich so einen Billo-Sprung verkackt, ganz ehrlich. Vorhin. Every time you fail or succeed. Okay, das ist nicht so gut. Ach ja, die roten Münzen werden auch noch spaßig. Ich weiß gar nicht, ob ich die mit den 100 Münzen zusammenholen soll. Hier gibt es bestimmt 100 Münzen. Dankeschön. Hier gibt es bestimmt genau 100 Münzen. Und die kannst du dann alle pünktlich einsammeln, ja. Gute Nacht. Ja, Spaß für Jung und Alt. So. Also hier sind schon mal 15. Es gibt zwei Bomben. Es gibt die Jumping Box. Damit gibt es schon mal 22 Münzen. Hier gab es irgendwo eine 10er Box. Da hinten gab es auch noch ein paar Boxen, dessen Inhalt ich nicht so genau weiß. Boah, also hier sind 10 drin, ne? Ja doch, hier sind 10 drin, ne? Ja, kriegt die erstmal. Der Block ist nämlich auch wieder extrem hoch platziert. Ach. Das ist immer so ein Abpassen von der genau richtigen Stelle zum Abspringen und... Ja, keine Ahnung. Also ich will halt genau die richtige Stelle finden, damit ich abspringen kann. Nein, 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 das ist nicht genug Speed. So. Aber wenn ich da nicht mal hochkomme, ne, dann ist wirklich gute Nacht. So ein bisschen schräg springen ist ja auch nicht so schwer. Ist ja jetzt nichts Neues. Das Gemeine ist halt wirklich diese... Vielleicht sollte ich es so ausprobieren. Vielleicht hätte ich nochmal springen sollen. Und vielleicht wächst mir auch das Seegras aus der Hose. Ich glaube, der Chat ist irgendwie kaputt. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, dass da die ganze Zeit Welcome to the Chat Room steht, aber... Ja. Es ist ein bisschen unnötig. Reicht das nicht einmal? Vielleicht ist es ein neues Feature. Es begrüßt dich jedes Mal. Es muss dich alle 5 Minuten begrüßen, damit du nicht merkst, dass du so einsam bist. Genau. So, das wird sein. Ne, man muss... also Twitch will natürlich auch seine Streamer so ein bisschen unter die Arme greifen, ne? Also wenn man vielleicht so ein paar Leute, wenn sie vereinsamt sind, dass sie dann psychisch Hilfe bekommen von einem Chatbot. Kann ja auch sein. Ah, das ist total falscher Winkel. So, nochmal. Aber bald sind die 100 Versuche durch und dann... Keine Ahnung. Mario's Gravity is weaker during a long jump. Wenn ich diese Tipps haben will, diese ganz bestimmten, dann tauchen sie natürlich nicht auf. Das ist gemein. So. Einmal hoch mit dir, sagte ich. Aber die Gitter sind halt auch von beiden Seiten texturiert. Das finde ich interessant. Ja gut, das Level hat jetzt nicht unbedingt so viele Polygone. Dass es so schlimm wäre, wenn sie das nicht machen würden. Okay, nee. Ich probiere es nochmal so. Und es funktioniert. Und die Menge jubelt, die nicht da ist. So. Halt dich fest, du Idiot. Ich will, dass du da hochgehst. Ist eigentlich auch gar nicht mehr so weit. Ahem. Sagte er und fiel runter und kann den ganzen Shit vorhin nochmal neu machen. Wieso schaffe ich so einen einfachen Sprung nicht? Ich mache den doch auch hier die ganze Zeit. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Das ist nichts anderes, als ich hier mache. Ich richte mich aus, mache einen Dreisprung und hey. Es ist vielleicht ein bisschen... So.
Oh, danke schön. Okay, ich glaube, jetzt habe ich eine Taktik gefunden, mit der das sehr leicht ist. Oh. Beziehungsweise, es ist jetzt mal eine Taktik, die funktioniert. Ja, wenn man hier einmal gegenknallt, ohne sich irgendwie ausreichend zu schützen, dann ist man ganz weit unten. Nein. If you press the B-Button after a triple jump, dann... Achso. Na, vielleicht brauche ich ja einen der Tipps, ne? Und dann gucke ich. Dann stehe ich da und weiß nicht, wie es geht. Aber das ist eigentlich ein echt nettes Feature. Ich fand es auch schon in Last Impact so geil, dass wenn man irgendwie zu lange in diesem Missionsauswahlmenü stand, dass da so teilweise so Sprüche kamen wie, ist die Wahl jetzt wirklich so schwer? Ach. Ja, timingtechnisch muss das alles noch ein bisschen passen. So ein bisschen Glück muss man schon haben. Okay, jetzt prasseln die Leben. Die Tode, immer noch die Tode. Hier werden mir keine Leben angezeigt. Und ich frage mich, wie groß, so. Wie viel Platz man für die Lebensanzeige hat. Ist das jetzt nur ein Byte? Weil dann wird der ja bei 255 wieder bei 0 anfangen. Insofern es nicht signed ist. Man im Grunde nur die Hälfte nutzen kann. Dann fängt der. Dann habe ich irgendwann negative Leben. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Also ein Integer wird es auf jeden Fall nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann sind es halt 2 Bytes. Boah, mir juckt gerade irgendwie das Ohr. So. Das Ohr, das eine, das ich habe, so Van Gogh-mäßig. Okay, vorbereiten. Mental. Schon mal mental Zuflucht finden. Und das hoffentlich nicht auf YouTube. Nein, der hält sich sogar noch mal fest in meinen Hals. Der war oben. Und hat sich absichtlich nochmal festgehalten. Einfach nur, um mir den Mittelfinger zu zeigen. Genau. So hat sich das gerade angefühlt. Hat er absichtlich gemacht. Echt, ey. So einem Typen sollte man auf keinen Fall trauen. Das sind die Schlimmsten. So. Aber wir sind ja hier, um zu lernen, wie das Spiel funktioniert. Das weiß ich ja nicht. So, ich versuche so ein bisschen hier auf diesem Gitterding zu bleiben. So von der Position her. Und na, ich wollte nochmal zurück. Ich habe gemerkt, das war ein bisschen zu perfekt, der Sprung. Also der Wandsprung. Ja. Ist mit ein bisschen zu viel Elan von weggesprungen. Also das, wofür Wandsprünge eigentlich gedacht sind, ne? Von der Wand wegspringen. Immer noch besser als, wie hieß es, Bowser's Crystal Castle oder wie auch immer, aus Super Mario 74 irgendwie. Ich weiß nicht, das habe ich als sehr stressig empfunden. Kann aber auch mittlerweile schon komplett anders sein. Ich habe ja ein Let's Play gemacht, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie schlecht ich da abgeschnitten habe. Und ich gehe mal davon aus, dass ich da irgendwie schon ein paar Mal gestorben bin. Ja, aber auf keinen Fall 70 Mal. Es war langwierig. Man war unter Druck. Ja, das war die Schwierigkeit. Und solche Sachen will ich jetzt auch nicht mit Save States lösen. Das wäre lame. Allgemein mag ich es nicht so, wenn man Save States nutzt in Super Mario 64 Hacks, weißt du, und dann sagen, ja, ich habe das Spiel durchgespielt oder irgendwie sowas. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, das ist immer so eine Sache, weil egal wie man es jetzt sieht, ich sollte nicht mit so viel Anlauf da ankommen.
egal wie man es sieht, ne, ob du jetzt Safe States nutzt oder nicht, im Grunde ist ja alles Trial and Error. Ob du jetzt von Anfang an das Level neu startest oder mittendrin. Wenn du von Anfang an starten musst, ist es vielleicht insgesamt schwieriger, weil du ja alles in einem Durchlauf schaffen musst, aber es läuft halt darauf hinaus, dass du versagst. Ja, das ist generell jetzt kein Unterschied. So. Yippie, ich will hier hoch. Am besten in einem perfekten Winkel. Nicht so viel Anlauf. Ich gehe mal so von der Mitte aus. Das Fest. Wie habe ich das denn gerade gemacht, dass er sich so gut da festgehalten hat? Es war wohl einfach nur Glück, ne? Von dem Winkel her. Und das zweimal hintereinander. Ich nutze jetzt eigentlich dieselbe Taktik. So. Worüber habe ich gerade geredet? Darüber, dass das Spiel unfair ist, oder? Ja, kann sein. Naja, es gibt ja eigentlich ja keine Variablen in dem Sinne. Die es so unglaublich schwierig machen. Also mit anderen Worten, es gibt hier kein RNG. Plattformen sind... Okay, das hier ist... Ja, also theoretisch, wenn man ein TAS machen würde, halte ich fest, dann wäre jeder Ablauf hier auch immer derselbe. Nur ich denke mal, die eigenen Inputs sind das, was halt den Zufall letztlich ausmachen. So. Das ist eigentlich recht interessant. So eine RNG-Funktion. Also einfach mal in den Code schauen und zu gucken, wie... was ausgewertet wird, das ist, wäre bei einigen Spielen schon sehr interessant. Wobei, es gibt ja ein Video dazu, also bezüglich Mario 64. Sie will jetzt auch nicht direkt drauf los. Oh, nein, oder wie? Ich hätte da echt... Der bewegt sich ja nicht mehr. Der kann zwar einen schnellen Ledge Grab machen, aber danach ist er so ein bisschen am Freezen. Vielleicht hätte ich da noch B oder ich hätte springen können, ich weiß nicht. Also bewegen, in eine Richtung bewegen tut er auf jeden Fall nicht. Das ist das, was ich mir vielleicht merken sollte. Dann kann ich vielleicht beim nächsten Mal was anderes ausprobieren. Einmal da hoch. Ja. Also ich glaube, es liegt recht wenig an meinem Gehirn, ob ich das jetzt konsequent durchziehen werde, also durchkriegen werde, diesen Sprung. Okay. Ausnahme stellt natürlich der Wandsprung dar. Mhm. Wem sagst du das? Einmal hier hoch. So. Ach, zum Glück muss ich nicht mehr rechts lang. Wobei ich da ja weniger gestorben bin als jetzt hier. Ich glaube auch nicht, dass man irgendwas mit dem Block anstellen kann. Mensch. Dann vermassle ich auch noch das Timing die ganze Zeit. Oh, schon 16 Uhr. Boah, ich... Ja, jetzt... bin ich komplett perplex. Schon 16 Uhr, noch eine Stunde mehr, ja. Warum nicht? Das wird eventuell nur eine Stunde dauern, ja, genau. Und dann bin ich jetzt doch so ehrgeizig und versuche mich daran. Also ich will wenigstens einen Stern noch holen, das wäre ganz nett.
Ich glaube, die Wandsprünge waren wirklich noch das Einfachste. Also die hier, die da drüben. Das war ja wirklich einfach nur Timing. Und hier ist es noch so ein bisschen ekelhaft mit. Gibt es da keine leichtere Methode? Wäre halt nämlich echt nützlich. Halt dich nicht da. Also, halt dich. Mach einen schnellen Ledge Grab. Boah. Aber das sieht halt so aus, als ob der wieder einfach nach unten will. Wahrscheinlich will der auch nach unten, gerade weil sich das Ding bewegt, weil sich das Ding ja gerade rotiert. Och. Ich würde halt auch echt gerne wissen, wie ich da hinten hinkomme. Na gut, das geht auch. Guck mal, da muss man nicht mal einen Dreisprung machen. Aber hier will ich es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Weil ich mir da ziemlich sicher bin, dass man da den Dreisprung machen muss. Halt dich fest. Also genau die Ecke zu treffen ist das... Ist jetzt schon ein bisschen knifflig. Also genau die Ecke heißt ja eigentlich, du bist nicht an einer Kante. Ist es denn so? Oder heißt es, ich bin an beiden Kanten gleichzeitig? Das ist eine philosophische Frage. Kommt jetzt auf die Definition an, ne? Also. Wobei so ein Eckpunkt ja eigentlich. Ist ein Punkt. Und so eine Kante definiert sich auch nur durch. Ja gut, kommt drauf an. Ich will es schon ein bisschen schräger haben. Oh, genau da sollst du dich festhalten. Das ist am besten. Da habe ich nämlich keine komischen rotierenden Dinger, die mich nerven. Halt dich fest. Aber da ist auch kein Stern, oder? Schade, dass man die Wingcap aus dem anderen Bereich nicht mitnehmen kann. Oh, das ist immer... Das sieht halt immer so nah aus. Und ich könnte eigentlich auch die Kamera mal drehen. So ein bisschen so um 90 Grad. Weil dann habe ich wenigstens die Vergewisserung, dass ich diese Wand treffe. Ja, und wenn ich sie nicht treffe, dann falle ich links vorbei und lande noch auf dem Boden und sterbe nicht. So. Also dann könnte ich ja wenigstens Wandspringen. Einen Wandsprung vollführen. Wie auch immer man es nennen will. So. Oh, dankeschön. Gehen jetzt mal schnell. Am besten einfach panisch A drücken. Vielleicht macht er dann Doppelten, vielleicht macht er irgendwas Tolles, wenn du Glück hast, natürlich. So. Boah, ich habe immer mehr Angst vor diesem Sprung. Weil der hätte einfach alles versaut. So, wenn ich das jetzt so da in die Richtung drücke. Genau, dann kann ich vielleicht... Ja, ich hatte die Hoffnung, dass ich vielleicht eventuell noch auf den Zeiger landen werde. Nee, geht nicht. Also geht vielleicht doch, wenn die Kamera... aus einem gewissen Winkel das erlauben würde, aber ich glaube, es wird schwierig, da noch drauf zu landen. So, da hoch. Und doppelt springen. So, wundervoll. So. Ich werde es jetzt weiter so probieren, wie ich es gerade gemacht habe. Ist das ein bisschen schräg? Das sieht teilweise auch ein bisschen schräg aus, ne? Also so von der... Von dem Winkel her. Schräg angeordnet. Ist das eine 5? Ich glaube, das ist eine 5.
Okay. Na, ist einmal wieder interessant hier. So. Naja, man kann es halt auch als Training betrachten, ne? Diese 10.000 Versuche. Als Training, natürlich. Ich meine, man kann das Original SM64 jetzt noch 10.000 Mal spielen und sich seines Lebens freuen, oder man stellt sich einer Challenge, ja? Einem Zahnrad. 7, klar. Warum nicht? Ich will nicht sagen, wo ich die Zahlen her habe, aber ich sehe sie. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich fast bei der 100 bin und dann gibt es irgendwie so ein Special Ending, meine Dateien werden gelöscht und alles. Ja. Kannst du nochmal ausprobieren. Friss. Nimm das. Du bist zu schlecht. So. Du kommst mit einem einfachen Zahnrad nicht klar. Ach komm, ich komme ja nicht mal mit einer einzelnen Kante klar. Na klar. Mamma mia. Aber, das Gitter, das ist doch teils transparent. Da kann ich doch gar nicht wissen, wo ich stehen darf. Ich meine, theoretisch müsste Mario ja auch durch das Gitter fallen, wenn es nach ganz normaler Logik ginge. Eigentlich echt Weltlogik, ja. Aber die echte Welt besteht auch nicht aus Polygonen. Und die echte Welt kann zum Glück nicht laggen. Also das habe ich jedenfalls noch nie mitbekommen. Ansonsten wäre das irgendwie ein Fehler in der Matrix und sollte man vielleicht beheben, aber dann wäre das ja auch nicht die echte Welt. Und dann bleibt natürlich wieder die Frage, was ist denn die echte Welt? Ja, es ist, bestimmt nicht unsere, so. Nein! Ist wieder durchgefallen, also durchgebammt und was auch immer der gemacht hat. Wie gesagt, Panik. Einfach den A-Knopf drücken, den Panik-Button. Warte mal, was? Oh, ich... Irgendwas mit Gaps. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Das war richtig interessant. Das ist bestimmt so ein ganz seltener Tipp, den man nur einmal alle 1000 Jahre kriegt, wenn die Planeten richtig angeordnet sind. Das passiert natürlich alle 1000 Jahre, klar. So konsequent. Richtet sich quasi nach der Rotation der... Nee, nach der Erde, wie sie um die Sonne rotiert. Jetzt, ja, wieder solche politischen Themen, ne? Klar. Also für manche ist es sehr politisch. Ja komm, ich will da hoch, du... Kacke. Rot-blauer Jumpman. Na 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 na. Oh, man wird hier verrückt. Aber irgendwie noch ganz chillig. Also von der Schwierigkeit her jetzt nicht, aber so. Ich bin jetzt noch nicht komplett am Ausrasten. Da gab's schon andere Sachen, ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich es erwarte. Das kann ja auch sein. Ich erwarte schon von diesem Zahnrad, dass es mich nicht aufnimmt. Und, ja komm, ich mach das wie vorher. Das sieht so schräg aus. Vom Winkel her. Ja, mach einen normalen Sprung. Warum? Warum auch nicht anders? Ach komm, jetzt verkacke ich aber richtig. Jetzt will ich auch gezielt die 100 durchmachen. Das ist jetzt mein Ziel. Sterne sind ganz nett, nebenher einzusammeln, aber das wahre Ziel ist wirklich bei 100.
Habe ich so gehört. Das stand im Booklet. Versuchen Sie 100-mal zu sterben. So. Dann kriegen Sie den offiziellen Preis von Kase, seinen Mittelfinger. So, ja. Mit der DHL geliefert oder so. Ganz genau. Oh, ich meine, komm, was sind das denn? Wieso drücke ich auf den Z-Button? Ich bin so komplett überhaupt nicht bei der Sache. Ja, es ist traurig. Es ist einfach nur traurig. Er hat mich gebrochen hier. Meine Güte. Vielleicht kocht es ja bei der 100. Noch sind wir zweistellig. Also noch haben wir die Möglichkeit, das Ganze in unter 100 Leben durchzubekommen. Ist natürlich auch sehr wahrscheinlich, ne? Natürlich. So. Es ist eigentlich nicht möglich, dass es hier so Ewigkeiten dauern kann. Ich verkacke ja immer beim selben Sprung. Also so generell. Ich meine jetzt nicht den Sprung, weil da verkacke ich sowieso. Und ich wüsste auch nicht, wie ich das Timing oder die Rotation des Dingsbums hier großartig verändern könnte. Aber dieser Sprung, der ist ja eigentlich voll leicht. Und das ist das Traurige. Ach so, das ist weiter links. Also von... nicht von Mario aus. Von Mario aus rechts. Okay. So. Also so theoretisch aus dem Winkel aus, dem ich losgesprungen bin. So. Ja, komm. Ihr gönnt mich alle mal, ihr Kugelwillis. Ihr habt mich bisher nur einmal runtergestoßen. Das ist eigentlich schon traurig. Das ist eigentlich schon einmal zu viel. So, oh, das war wieder so ein wirklich wundervoller Winkel. Ein wundervoller Wandsprung. Also das, sowas müsste man öfters sehen wollen. Also ich will sowas auch öfters sehen, aber... ja, die Umsetzung ist halt immer das Schwierige. So, komm her. Es hätte sowieso nicht geklappt. Egal, ob ich nach rechts oder nach links gedrückt hätte. So, noch nur ein Leben. Wir können noch alles schaffen. Noch ist alles offen. Hoppala hopp. So, einmal hier rüber. Was heißt einmal? Noch einmal, wenn überhaupt. Und ich habe mich jetzt natürlich so auf den Stern fixiert, dass ich eigentlich auch gar keinen anderen ausprobieren will. Also, wenn ich jetzt hier anfangen würde, was ganz anderes zu machen, dann... ja, dann... müsste ich mich hier dran wieder gewöhnen, wobei man sich eigentlich hier dran nicht gewöhnen kann. Ja. Wie gesagt, der hält sich ja nicht fest. Also, wenn er sich... selbst wenn er sich festhält, da ist jede Hoffnung verloren. If you get Mario stuck under a hanging ceiling and repeatedly long jump. Achso, ja gut. Das ist der backwards long jump. Exponentially sogar, okay. Okay. Ich wusste jetzt nicht, dass das exponentiell ist. Fühlt sich zwar so an, aber... ist aber so eine Sache, ne? Also man merkt halt einfach nur, dass er bei einem BLG schneller wird. Halt dich doch fest! Boah, das ist wirklich einfach nur hinlaufen, versuchen, hinlaufen, versuchen, hinlaufen, versuchen und irgendwann dann da oben verkacken. So.
Gott, verdammt. Jetzt bitte mach den Sprung. Also so schwer kann er ja nicht sein. Ist ja eigentlich nur zufallsabhängig. Ja. Ich weiß ja selbst nicht, was da passiert. So. Jetzt nur noch in die Richtung. Ja, vielleicht sollte ich den Sprung auch einfach mehr Respekt zollen, ja? Zollen. Dass ich sage, oh, das ist der heilige Sprung. Das ist der, der Babo-Sprung. So nennt man den auch im Volksmund. Und vor denen hat man Respekt zu haben. Man darf ihn nicht klein machen. Man darf nicht sagen, das ist doch nur so ein Sprung. Man muss wirklich sagen, ey, wir huldigen dich, ja? Wir schreiben dich, wir machen ein neues Testament und schreiben dich dann in die Bibel. So, so ein Sprung ist, der Sprung ist das, ja. Ich wollte schon Spruch sagen. Geht das eigentlich so? Also kann die Bibel eigentlich geupdatet werden, so in dem Sinne? Ja, ich weiß nicht, was da passiert. Oder gibt es auch Patches dafür? Ich meine, der Papst, der kann das doch bestimmt patchen. Ah, das ist ein Definitionsfehler von dem Licht. Keine Ahnung. Ich meine, was kann man sich darunter vorstellen? Es ist Licht. Naja, also man braucht da jetzt nichts Wissenschaftliches erwarten. Deswegen, also, wenn da irgendwas inkonsistent ist, und ich denke mal, das werden schon einige Sachen sein, ja. Einen Patch kann man da, glaube ich, nicht erwarten. So. Ja, vielleicht ein DLC. Halt dich doch fest! So. Das ist eigentlich ganz interessant. So generell, wenn man mal beachtet, dass es eigentlich das meistverkaufteste Buch ist, die meistverkaufteste Märchengeschichte, kann man auch sagen. Ja. So. So eine neue Auflage. Ja, eigentlich Auflage heißt es ja. Das ist ja nichts anderes. Wobei Patchen wird halt schwierig, ne? Also Patch ist dann ja wirklich irgendwas ergänzen. Das muss dann schon der Nutzer selbst machen. Ist demnach nicht ganz so benutzungsfreundlich. Oh, ich bin nicht gestorben. Ich bin einmal hier unten gelandet. Da kann man auch direkt mal schauen, wie viele Münzen hier drin sind, oder? Oh, 10. Ja, krieg die mal alle. So. Irgendwie noch hier hoch. Ja. Ich konnte leider diesen Sprung jetzt nicht nochmal überspringen. Ich muss mir vielleicht sogar angewöhnen, ein bisschen später abzuspringen. Dass er halt nicht ganz so viel kinetische Energie hat im Nachhinein. Keine Ahnung. Dass er sich so ein bisschen ausbremst an der Wand und man so einen verspäteten Wandsprung macht. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber dann bin ich vielleicht ein bisschen näher an der Wand selbst. Das heißt aber nicht, dass er sich irgendwo festhält. Der kann sich ja sonst wo fallen lassen. Das Beste ist natürlich, wenn er irgendwie... Ja, so hoch.
wenn dieses Zahnrad ihn dann reinschiebt? Weil das ist eigentlich schon recht sicher. Das ist wirklich schräg. Ja, jetzt war es fast so, dass er reingeschoben wurde. Weil im besten Fall hält er sich dann natürlich am Gitter fest und nicht an dem Zahnrad selbst. So, Marius Wallkicks. Ja. Hat der Case auch mal neue Platten? Gibt's bestimmt noch einiges. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Wirklich Strings ändern im Spiel und dann irgendwie so einen banalen Trick erklären. Sowas wie drücke A, um zu springen. Boah, wetten, sowas ist hier drin, ne? Das könnte ich mir auch vorstellen. So, 99 noch einmal und... Ja, keine Ahnung, da machen wir bis 120, weil das so eine schöne Zahl ist. So passend zu Super Mario 64. Oder es passiert wirklich irgendwas, was ich nicht erwarten würde. So. Climb higher walls. Ich will ja eigentlich nur hier hoch. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so viel. Nein. So, danke schön. Vielleicht sollte ich einfach mal um mehr bitten. Okay, der beste Sprung der Welt. Ich habe Respekt vor dir, du großartiger Sprung. Wir huldigen dich. Und jetzt sollst du bewältigt werden, keine Ahnung. Nein. So schon mal nicht. Oh, danke schön. Siehst du, das funktioniert, ey. Hätte ich echt nicht gedacht, was muss ich hier machen? Ihr Pisser, ernsthaft? Da mache ich den ganzen Schrott, damit ich so einen Scheiß machen kann. Ey, ohne Witz. Also der Case, der hat irgendwas gesoffen. Der hat irgendwas zu sich genommen. Irgendwas, was er nicht... Der muss seine Tabletten nehmen. So. Vielleicht hat er das gerade eben nicht gemacht, dass er irgendwas Bestimmtes nicht zu sich genommen hat. Ich habe keine Ahnung, nicht. Okay, vielleicht sollte ich den auch noch mal huldigen, den Sprung. Wäre vielleicht auch noch möglich. Oh Gott, da bin ich... Nein! Boah! Okay, okay, Wir sind immer noch bei 99, ne? Also wir können auch alle die restlichen 4 Sterne holen und, unter 100 bleiben. Ja, glaube ich mir selbst nicht. Alter. Boah. So, okay, großartiger Sprung aller großartigsten. Großartigster Sprung aller großartigsten Sprünge. So höre uns an und erfülle unsere Wünsche oder so. Ja, 1, 2, 3, go. Oh, dankeschön. Das ist der Sprung, ja. Nur weil ich den Sprung huldige, klappt das auch. Und dem habe ich jetzt zum Beispiel nicht gehuldigt, deswegen, ja. Das war nicht meine eigene Dummheit, das war, die Dummheit von mir. Also doch, das war irgendwo schon meine Dummheit. Ich hätte den halt mehr huldigen sollen. Jeden Sprung, das ist so hoch. So, oh, großer Sprung mit dem Zahnrad. Du hast die großartigsten Zähne. Okay, das ist mal ganz komisch. Der ist da irgendwie abgeprallt von der Decke. Ja. Mama Mia, ja. Das hat aber nichts mit Slopes zu tun. Also das wird irgendwie Stern 4 oder 5 sein. Den ich hier die ganze Zeit versuche. Also den ersten Stern so schnell geholt. Ja, weil ich auch wusste, wie der geht. Das war der einzige Stern, den ich vorher gelöst hatte. Das hier ist einfach nur krank.
So. Nein! Das ist halt auch so eine Lebensaufgabe, weißt du? Wenn du damit nicht klarkommst, dann sitzt du da irgendwann mit 80 Jahren, versuchst es weiter. Eigentlich sind deine ganzen Reaktions- und Timing-Angelegenheiten schon getan. Also du kannst überhaupt nicht mehr reagieren auf deine Umgebung. Du hast sowieso überhaupt, du kannst überhaupt nicht mehr richtig sehen. Aber hey, du versuchst es weiter. Und irgendwann, das steht auch schon, so steht das auch im Heiligen Buch. Irgendwann bist du dann im irgendwo nach dem Tod. Da, wo man halt hinkommt nach dem Tod. Wir wollen diesen Ort jetzt nicht explizit erläutern, aber es ist ein Ort. Und selbst da musst du immer noch weiterspielen. Einmal hoch. Was war das denn für ein Geräusch, ey? Ich habe ja nicht mal irgendwie... Wie heißt es nochmal hier? Bubblegum. Chewing Gum. Wie hieß es denn nochmal? Im Deutschen. Im Deutschen. Kennst du keine deutschen Wörter hier? Doch, ich weiß es, ich weiß es. Ich hab's nur nie... Ich probiere es nur nie. Gott im Himmel. Ich bin zu sehr fokussiert auf das Level. Und irgendwie bin ich schon ein bisschen kaputt. Nach 102 Versuchen. Das ist überhaupt nicht verständlich. Ach komm. Es ist immer so eine Sache, entweder... Ich versuche nah dran zu sein, aber ich will auch nicht so nah dran sein, dass ich weggeschmissen werde, wie so ein Stück Papier. Wobei ich habe gehört, damit kann man sehr gut rumfliegen. Wie bei so einem Helikopter. Wäre auch möglich. Also wenigstens mit einem Stück Papier, aber... Ja, bei Mario ist es so, also wenn der mal springt, kann es schon mal sein, dass der nicht mehr landet. Also dass der wirklich nicht mehr landet, sondern... runterfällt und dann wird er erstmal aus dem Level geschmissen. So, also. Er wird sein Ende ganz woanders finden. Ach, was war das denn jetzt schon wieder? Der hat sich ja wieder im Kreis gedreht. Ich glaube, ich sollte was anderes ausprobieren. Aber da hinten ist Ende, oder? Also wirklich, nach diesen kranken Sprüngen. Mit diesen Backflips ist hoffentlich alles vorbei. Ich habe echt noch nie ein schlimmeres Level gesehen. Von solchen Sprüngen her. Weißt du, selbst Final, wie hieß es denn nochmal? Hidden Palace Final aus Star Road ist halt echt nicht so schlimm im Vergleich zu dem hier. Ich versuche noch ein bisschen weiter rechts zu sein. Es ist doch... Mamma mia. Ich werde es noch 15 Mal versuchen. Wenn das dann nicht klappt, dann ist es halt eigentlich auch schon... Dann war es dann hoffentlich auch mal genug. Ich versuche es ja hier schon seit 2 Stunden. Also jetzt nicht der eine Stern, aber... Ja. Vielleicht sollte ich mich dann auch nochmal stichprobenartig an andere Sterne ausprobieren. Wenn ich wüsste, wo man... Wie man zu denen hinkommt. Ich hätte eine Idee, aber ich... Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, weil ich... glaube, das wird ein bisschen zu heftig. Ich glaube, so einen Rettungssprung kann man immer wieder vergessen. Ich kann mich aber vor allem gleich nochmal an den roten Münzen probieren. Weil die habe ich ja auch schon ein bisschen ausprobiert. So generell.
Und die schien jetzt nicht unbedingt so schwer zu sein. Ich weiß nicht, also ich habe schon, glaube ich, 4 Stück beim ersten Mal geholt. Also ja, machbar. Definitiv machbar, denke ich. Definitiv, aber ich denke, ja. Man weiß es vorher halt nie. Nein, und dann fällt der da runter. Eigentlich, der war ja schon oben. Das ist das Traurige. Der fällt runter, obwohl der schon oben war. Okay, ich probiere jetzt mal die roten Münzen. Das ist mir zu dämlich. So, machen wir hier mal weiter. Guck mal da. Das sieht... Das ist ein toller Schatten hier übrigens. Ja. Man sollte vielleicht nicht diven. So, das war der andere Weg. Wir versuchen uns wieder an unseren gewöhnlichen Sprüngen. An den heiligen Sprüngen. Ja, ich habe sie betrogen. Dann ist es halt so. Es gibt bessere Sprünge. Aber vielleicht gibt es hier noch was. Soll ich dann... Da ist auf jeden Fall irgendwas am Rumfliegen. Ach, das war die Kacke. Ich habe doch keine Ahnung mehr, ey. Ja, ich wollte... Genau, das ist eigentlich so passend. Dass man da eine Stampfattacke macht. Das ist so ein kleiner Trick, den habe ich aus... wie hieß das Spiel? Super Mario 3D World. Okay, das ist ja auch ganz nett. Okay, das ist doch gar nicht so nett. Aufpassen. Ah, das macht aber mehr Bock als der andere Kack. Okay, das ist... der hatte ein bisschen viel Schwung drauf. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Naja. Man kann es ja immer wieder probieren, ne? Ja, ich will einen Doppelsprung machen. Und dann kriege ich Fallschaden. Wundervoll. Eigentlich ist der Einzelsprung schon ganz passend. So. Also ich weiß nicht, was er sich hierbei gedacht hat, wieder mal. Wow, alles für eine rote Münze. Ich will mir von hier aus mal anschauen, wie es weitergeht. Das ist das Ende! Da oben ist das Ende! Gottverdammte Scheiße, ey. Ich hätte es sogar fast geschafft. Hätte ich es halt geschafft, ne? Das wäre halt die Bedingung gewesen. Ich probiere es gleich nochmal. Das ist zu interessant. Okay, hier einfach nur schnell sein. Ich weiß nicht, wovon es abhängt. Oh. Okay, noch ein bisschen warten. Ich warte nochmal den nächsten Rhythmus ab. Ja. Da ist ja keine. Ja, toll. Ich habe ein bisschen zu weit gezielt, weil ich ein bisschen zu schnell sein wollte. Jetzt hat mich das ja schon ein bisschen getriggert, dass das eigentlich der letzte... Also diese letzte Challenge ist da drüben. Nach diesem lustigen Backflip-Kack. Das macht jetzt schon Sinn, da weiterzuarbeiten. Keine Ahnung. Ich würde es nochmal ausprobieren. Das tue ich jetzt natürlich auch. Sieht man ja jetzt. Nur halt, wenn ich hier eine leichtere Taktik hätte, eine bessere Taktik, um da hochzukommen... Dann würde ich die selbstverständlich nutzen, aber ich... Nein, der fällt auch komplett runter. Es ist so traurig einfach. Ich darf eigentlich gar nicht mal darauf setzen, dass er sich da festhält. Ich brauche irgendwas anderes. Irgendwas, was unabhängig von der Rotation des Teils ist.
Den Wandsprung nutze ich sowieso. Naja, das wollte ich einfach mal ausprobieren. So, einmal hier hoch. Das sind ja auch nicht die Slopes. Kann ich vielleicht irgendwie, wenn ich hier... Das ist zu klein, um so einen Hechtsprung zu machen. Und ich denke mal, das wird auch zu klein sein, um einen Weitsprung zu machen, oder? Fast, also ich... Ja, toll, wenn man es kaputt macht, dass man auch... Ah. Du zerstörst dir viele Chancen in deinem Leben, wenn du Blöcke kaputt machst. Hat Luigi schon gesagt. Naja, 1000 Tode wollen wir sterben. Aber es ist halt wenigstens mal so ein kleines Level. Also es ist jetzt ja nicht sonderlich groß, weil das wäre wirklich sehr nervig, wenn man da so 20 Abschnitte hätte und alle vielleicht von derselben oder alle recht leicht, aber am Ende hast du halt diesen Koloss. Was kann man machen? Das ist ja jetzt auch nicht sonderlich... Naja, also ein Weitsprung wäre echt sehr unpassend. Und von hier aus kann ich... Ich kann halt leider nicht... Nee, das ist auf jeden Fall mit einem Doppelsprung nicht möglich. Ich könnte versuchen, und das wäre aber ein tödlicher Versuch wahrscheinlich, hier einen Doppelsprung zu machen, aber dann rüber zu diven. Das könnte man probieren. Ich probiere es jetzt einfach. Komm. Wenn er doppelt springen würde. Das wäre die Voraussetzung, Mario. Ich will da wirklich einen Trick haben, mit dem ich auf jeden Fall rüberkomme. Also klar, also, kleinere Fehler können passieren, so Dummheiten, ne, wie man es halt kennt. Aber ich will da schon... Ich will halt unabhängig von diesem dummen Zahnrad sein. Weil das ist das meiste, was mich hier auch an aufregt. Und woran ich jetzt wahrscheinlich auch schon 80 Mal gestorben bin oder so. Ja, mach das Ding kaputt. Es ist auf jeden Fall schräg angeordnet. Gibt's keine Tricks? Gibt's... Mir fällt halt auch nichts ein. Also man könnte vielleicht... Ist das hier auch mit dem Backflip mach... Nee. Also man könnte das auch mit so einem Backflip-Sprung machen. Aber das... Ich glaube, man kommt nicht hoch genug damit. So leicht anwinkeln, das wäre halt perfekt. Weißt du was? Es reicht mir. Ich habe immerhin den Sprung an sich gut getimed. Ich glaube, jetzt habe ich den Sprung oft genug gemacht, dass ich das auch in diesem Winkel machen kann. Dass ich jetzt auch die Geschwindigkeit, also nicht die Geschwindigkeit, sondern die Entfernung zur Wand abschätzen kann. Um halt richtig durchzukommen. Kugelwillis. Yay. Direkt drei kommen einen begrüßen. Also das ist wirklich Gastfreundschaft hier. Vor allem, das ist ja nicht mal eine Uhr. Das ist einfach... Was soll das hier sein? Also wirklich, Case, ein bisschen Leveldesign, bitte. Das Dumme ist halt, ich muss so ein bisschen raten, wie ich springe. Also wann ich...
Ja gut, das sollte man halt timen, ne? Aber ich muss so ein bisschen raten, wann ich an die Wand komme. Das kann ich halt nur aus der Seitenansicht genau wissen. Aber vielleicht ist die Mario-Kamera doch die Lösung, ich weiß es nicht. Yay. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier... Ich wollte nur eine Stunde machen. Und wie lange geht's jetzt schon? Ich habe nicht mal einen Timer auf oder so. Ich kann es nicht mal wissen. So. Einmal so umändern. Wenn das sich da irgendwo festhalten würde. Ich weiß nicht. Ich weiß es halt leider nicht. Aber mich würde halt noch mega interessieren, was da hinten noch auf mich zukommt. Also mit den Schrägen und... Ach. Also das ist wahrscheinlich der nächste Stern. Ja. Das mit den Schrägen, wie man das auch immer anstellen soll. Wie man da hinkommen soll erstmal. Did you know that? So. Und dann verpasse ich das Timing. Boah, das ist nervig. Eigentlich traurig. Eigentlich ist es traurig. Kommt schon, Kugel Willi. Zeig es mir. Zeig mir, dass du mich nicht treffen kannst. Die sind zwar so homing-mäßig. War das ein Kugel Willi? Habt ihr das gesehen oder war ich jetzt einfach nur paranoid? Ich glaube, ich sehe schon Sachen, die gar nicht da sind. Ist ja schon so ein bisschen schräg. Also ich würde jetzt... Das Beste wäre natürlich... Nee. Das Beste wäre halt irgendwie da oben drauf zu landen. Jetzt habe ich wieder gar keinen Bock drauf, ey. Ich will diesen Sprung nicht tausendmal machen. Dieses ekelhafte Zahnrad. Sollte nicht mal so das Problem sein. Oder bin ich der Einzige, der da so Probleme hat? Ich glaube nicht. Also das ist... Oder ich habe halt den komplett falschen Ansatz. Noch ein bisschen schräg. Also vielleicht nochmal. So vielleicht. Ich probier's mal so. Puh, ja, okay, vielleicht. Wer weiß. Oder es war wieder mal Glück. Ah, okay, der wollte jetzt auch nicht. Beziehungsweise ich bin da wieder perfekt abgesprungen. Also dieses perfekt, Frame Perfect. Ich bin auf den ersten Frame abgesprungen, in dem es möglich war. Super, super. Okay. So, schön trocken muss es sein, ne? Was gibt's sonst noch hier so zu... Ich habe auch keine Themen, über die ich reden kann. Ja, toll, ist... Ich bin auch sowieso ohne Themen reingegangen, also ja. Und schon ist alles so ein bisschen geflecht. Ich probiere es jetzt mal extrem schräg. Das macht die Distanz natürlich ein bisschen größer, aber
In der Hoffnung, dass ich irgendwo mittig lande. Und dass ich nicht unter das Zahnrad komme. Habe ich es einfach mal versucht. 120, yay. Man kriegt nie genug von den Toten. Jetzt gehen wir hier hoch. Es dauert an sich schon zu lange. Du elendiger Klempner. Was hast du denn schon gemacht hier? 3 Sterne geholt, hahaha. Der erste, der war Pillepalle, so im Vergleich zu dem, was hier ist. Der war wirklich leicht im Vergleich. Halt, was? Und dann sag ich, halt dich fest und der macht es und fällt runter, weil er sich da nicht mehr festhalten kann. Also der macht das dann für 1-2 Frames und... Ja. Boah, ich darf eigentlich keine Emotion dabei haben. Einfach komplett... Ich habe an sich schon recht wenig Emotionen dabei. Was das angeht, bin ich sehr emotionslos. Nee, es ist... Nee, leidenschaftslos, ne? Das ist ein dämliches Zahnrad. Und ich muss es wiederholen, weil... Irgendwie muss man ja hier reinkommen. Also ich will das Zahnrad treffen. Aber von oben. Nein. Ich weiß es nicht. Und ich will ehrlich gesagt auch keine Self-States nutzen. Oh, 17 Uhr. So, ist jetzt aber langsam Ende. Noch 3 Versuche. Ich gebe mir noch 3 Versuche. So, ist. Dann ist auch mal gut hier. Weißt du, da kann man den ganzen Tag nichts anderes mehr machen. Und was hast du heute so gemacht? Ja, ich habe die ganze Zeit versucht, das traumatische Tic-Tac-Trauma zu lösen. Ah, weil Case halt irgendwelche Probleme hat. Er wollte sein Trauma halt einfach an andere Leute weitergeben. Genau. Er wollte zeigen, wie es so ist. In seiner Welt. Keine Ahnung, wie es in seiner Welt ist. Also... Zahnräder sind in seiner Welt auf jeden Fall vorhanden. Reichlich. Ach, komm schon. So, und dann am Ende auf YouTube wahrscheinlich nochmal umbenennen. Wir spielen ja alle Ryptos Rage, ne? Das ist ja klar. Das ist das Spaßige dabei. Ich glaube, ich habe eine Taktik gefunden. Ja. Sieht man die ganze Zeit. Die ganze Zeit sieht man es. Oder ist das vielleicht so ein Indikator dafür, dass ich hier anlaufen muss? Also wenn ich hier gerade auslaufe, ist es auf jeden Fall... Nee. Ich habe halt nur 8 Richtungen. Und wenn ich das... Wenn ich vielleicht versuche... Nein... Ich habe das Gefühl, er will mir irgendwas sagen. Okay, vielleicht war das ja doch eine Message. Eine Message von oben. So. Und ich hoffe, dass diese Message... Erstmal natürlich den Sprung huldigen. Ja, du bist so geil. So. Nein, 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 nein. Und jetzt bin ich vorne vorbeigesprungen. Okay, das ist gut. Gut zu wissen, perspektivisch. Wann war nochmal das? Das war eigentlich jetzt der letzte Versuch, oder?
Ich weiß es doch nicht. Ich mache einfach weiter, wie so ein Sisyphos. Ich weiß, die Aufgabe wird nie beendet werden, aber ich probiere es trotzdem. Okay, aber der Winkel war schon mal gut, aber ich kann halt jetzt wirklich... Ich habe keine Macht über das Zahnrad. So, einmal die Münzen weg und dann einfach... Ja, einmal losfurzen. Genau so. Okay, allerletzter Versuch. Falls das nicht jetzt schon so... Falls ich nicht schon längst gesagt habe, dass das ja der letzte ist. So. Jetzt ganz dumm sterben, direkt am Anfang. Oder wenn man die Nachrichten unten liest, weißt du? So die Tipps, die man jetzt vollkommen und unglaublich dafür braucht. Also ich will jetzt wenigstens ein grandioses Endstück haben hier, zum Ende hin. Wenigstens das. Genau. Okay, das war's. Das war's jetzt einfach. Ja, und ich probiere vielleicht nochmal... Was steht denn hier eigentlich drauf? Hätte man von Anfang... Clock Tower... Ja. Mann, der kann mich mal mit seinen... Dein Gehirn wird sich verbessern und dann kannst du das. Ja. Ja, selbst Tode bringen dir was bei. Ja, habe ich bei einem Zahnrad, das gefühlt immer anders eingestellt ist, jetzt nicht so das Gefühl. Ja, okay. Mit weniger als der Hälfte an Stern ist es eigentlich schon sehr traurig. Ich muss mal gucken, wie lange ich jetzt dafür gebraucht habe. Selbst das mit dem Wandsprüngen war nicht so schwer. So, wir kriegen Speed oder so. Wir bauen für 12 Stunden Geschwindigkeit auf. Ach, keine Ahnung. Scuttlebug Jamboree. An A-Press is an A-Press.